Ich freue mich sehr, dass Sie heute wieder eingeschaltet haben. Heute sprechen wir über das Thema Intermedialität 2. Gibt es ein Jenseits der Medien? Zu diesem Gespräch haben wir Peter Weibel, Alexander Kluge und natürlich auch den Mitkuratoren dieser Sendung, Herrn Knopf, eingeladen. Ich möchte die Beteiligten ganz kurz vorstellen und im Anschluss werden Sie kurze Statements abgeben, damit wir wissen, um welche verschiedenen Zugänge es sich heute Abend handelt und dass Sie die Person so ein bisschen einordnen können. Es wird nämlich heiß hergehen in dieser Diskussion. Ich beginne mit Herrn Weibel. Er ist der CEO und Vorstand des ZKM-Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe. Dann Herr Jan Knopf ist Literaturwissenschaftler und außerdem wahrscheinlich der momentan wichtigste Brecht-Experte, den es überhaupt gibt und außerdem Halter des größten Brecht-Archivs der Welt und vieles, vieles mehr. Und jetzt kurz zu unserem Gast von heute Abend, unserem eigentlichen Gast, Alexander Ernst Kluge. Er ist ein deutscher Filmemacher, Fernsehproduzent, Schriftsteller, Drehbuchautor, Philosoph und Rechtsanwalt außerdem. Kluge wurde in den 1960ern und 70er Jahren als einer der einflussreichsten Vertreter des neuen deutschen Films bekannt, den er in Theorie und Praxis mitbegründet und weiterentwickelt hat. Als Autor macht er sich vor allem durch Kurzgeschichten einen Namen und gehörte zum Kreis der Gruppe 47. Außerdem verfasste er wissenschaftliche und philosophische Arbeiten, unter anderem in Zusammenarbeit mit Oskar Necht, und viele seiner kürzlich erschienenen Bücher entstanden in Zusammenarbeit mit Josef Vogel. 1987 gründete er die Produktionsfirma DCTP, mit der es ihm gelang, eine Plattform für unabhängige Programme im deutschen Privatfernsehen zu schaffen. Immer wieder arbeitete er in Kooperation mit Künstlerinnen und Künstlern, darunter Christoph Schlingensief, Helge Schneider und zuletzt natürlich noch Claudia Bosse. Kluge gilt als einer der vielseitigsten deutschen Intellektuellen und wie ich sagen möchte, auch zu Recht. So, jetzt beginnen wir mal in der Reihenfolge unserer Gäste heute Abend. Zuvor möchte ich noch ganz kurz sagen, diese Folge ist die letzte in der Reihe Bauhaus-Film Digitally Expanded. Wir haben ja sozusagen eine digitale Reihe erschaffen vom ZKM wegen der Covid-19-Krise, da die schöne Bauhaus-Film Expanded-Ausstellung kuratiert von Thomas Tode und Markus Helschel leider sozusagen zwangsgeschlossen wurde. Und jetzt ist es wirklich die allerletzte Sendung. Beteiligen Sie sich gerne an diesem Gespräch, indem Sie auf Telegram schreiben oder auch über die Mailadresse bauhaus@zkm.de. So, Herr Kluge, ich bitte Sie gerne um Ihr Statement. Es ist so, dass ich praktisch zu den Schülern von Peter Weibel zähle. Ja? Und es ist nicht zum ersten Mal, dass wir sprechen, auch mit Herrn Knopf habe ich ja schon früher gesprochen. Und ich möchte gerne die Partei der Kontinuität ergreifen. Mich hat sehr bewegt, dass die neue digitale Welt, die Algorithmen von Silicon Valley und auch die möglichen Gegenalgorithmen, ja, die man in die Lücken davon von uns aussetzen kann, dass die Welt tatsächlich verändern. Es gibt tatsächlich so etwas wie eine Exo-Evolution, einen Auszug, ja, aus der ersten Natur in die zweite Natur. Wir haben selber sind sozusagen Inhaber unserer Lebensläufe. Das sind sehr kurze Zeiten. Und in diesen Lebensläufen, das sind unsere Häuser, unsere Schneckenhäuser, ja, leben wir zunächst mal in einem Körper, das ein Zwerchfell hat, ein rebellisches Wesen, ja, das oben von dem unten in uns trennt. Ja, nicht? Unten ist die, sagen wir mal, Verdauung, ja, die Enzymbeine, ja, die Arbeit, wenn Sie so wollen, und oben ist Topneuma, die Lunge, ja, der Geist, ja, also die feineren Kräfte. Das Zwerchfell macht sich über beides lustig, ja, und gehört zu den körperlichen Eigenschaften, auf die wir vertrauen können. Wie auf die Fußsohlen übrigens. Ja, wie auf vieles andere, wie auf den Darm, der denkt. Ja, wie auf das, was wir als Subjekt zunächst mal sind. Und dieses Subjekt ist eingehüllt in der Haut, unser größtes Organ.
Und um die Haut sind die Häuser und die Wohnungen und, wenn Sie so wollen, die Liebesverhältnisse, ja? Die Abhängigkeitsverhältnisse, die Emotionalität. Ja? Wie ein Kokon sind wir da eingehüllt. Und darüber gibt es die Öffentlichkeiten. Ja? Ich sage bewusst nicht Nationen, sondern die Öffentlichkeiten, Public Sphere. Und in denen sind die großen Veränderungen. Und hier gibt es diese neue Infosphäre, wenn Sie so wollen, ja, die uns alle einhüllt und ausfüllt wie eine Atmosphäre. Das tut für die Lunge. Und was mich fesselt, sind die Nahtstellen hierbei. Ja? Also Leibniz sagt, an der Nahtstelle ist das Genie. Da gibt es die Separatrix, wo zwei Unvereinbarkeiten aufeinandertreffen. Da entsteht Innovation. So hat es mir auch, so sind auch die Lehren von Peter Weibel bei mir angekommen. Und wenn wir heute hier sprechen über Intermedialität Römisch 2 und dann auf dem sicheren Boden des Bauhauses erstmal, ja, uns bewegen und gleichzeitig diese ganz komplexen Gesellschaften sehen, die hier einander ablösen, sind Sie weiter. Dann muss ich Ihnen sagen, ist mein Thema, welche neuen Formen der Narration, der Texte, der Wahrnehmung, der Subjektivität, aber auch der Topografie des Objektiven, ja, sind nötig, damit wir damit irgendwie verständlich und emotional befriedigend umgehen. Eines muss ich dazu sagen, dass die Interdependenz davon, ja, mein Hauptthema sein wird. Es ist so, dass tatsächlich die neue globalisierte, die zur Digitalität fähige Welt, ja, tatsächlich sehr starke Umwälzungen enthält. Aber zum Beispiel hat uns in den letzten 3000 Jahren die Agrikultur stark geprägt. Wir tragen einen Bauern in uns. Ich kann keinen einzelnen Acker bestellen. Ja? Mein Vater war noch Landarzt. Ich habe keine Ahnung davon. Und dennoch, wenn ich irgendwo versage oder mich im freien Fall fühle, tritt der Bauer, ja, und eine robuste Bodenhaftung, ja, erneut ein. Und inzwischen sind wir möglicherweise auch industriell geworden. Nach 400 Jahren industrieller Revolution kommt irgendetwas an Eigenschaften in uns an. 1932 hat Walter Benjamin oder Brecht versucht, das zu bestimmen. Und so ganz richtig kann man es noch nicht erkennen. Und man kann noch nicht erkennen, dass es ubiquitär überall eintritt. Ja, ich weiß nicht, was in Afrika ist. Aber dennoch kommt ein zweiter Mensch, ein industrialisierter Mensch, ein moderner Mensch, ein Homo novus, auf den Bauern in uns drauf. Und der ist auch in uns. Und wenn ein Ruhrgebiet zerfällt oder die Arbeitskraft nach Bangladesch abwandert oder wohin, ja, dann ändert sich nichts daran an der Innenausstattung von uns, ja, dass wir gar keine andere Möglichkeit haben, als uns nach den Erfahrungen, die von außen nach innen, in uns hineinwachsen, ja, dass wir davon ausgehen. Insofern würde ich von mir oder Oskar Negt sagen und auch von Peter Weibel, wir sind Städter, ja, nicht? Eine wichtige Eigenschaft. Und jetzt auf dieses ganze System kommen jetzt die Big Five aus Amerika und sagen, wir setzen, wo Arbeitskraft war, setzen wir Verfügungskraft hin. Ja? Und da kommt bei mir ein Stück Unglaube und ein Stück Gegenwehr und ein Stück Bestätigung. Ja? Und wenn wir auf diese Weise das differenzieren können, dann kommen wir nachher auf ganz interessante Punkte möglicherweise, wenn wir genügend Zeit haben, weil niemals war es so wichtig, aus misslungenen Punkten der Evolution und aus gelungenen etwas für unsere Zeit zu entnehmen. Wenn 1929 Walter Benjamin beginnt mit dem Passagenwerk, das ist eigentlich eine Sammlung, wie die Brüder Grimm Märchen sammelten,
so sammelt er die Institutionen des 19. Jahrhunderts, Eisen, Foto, Revolution, Louis-Philippe, Moden, eben die Passagen, die Ladenpassagen, die Großkaufhäuser und analysiert diese Institutionen des 19. Jahrhunderts. Weil, wenn wir das nicht verstehen, verstehen wir das 20. gewiss nicht. Und dass wir das 20. nicht verstanden haben, hat daraus mehrere Großkatastrophen produziert. Und so müssen wir jetzt ganz praktisch aus dem Jahr 1920 wiederum dieselbe Bemühung machen, die Benjamin angefangen hat, und sagen, lernen wir die Elemente, ja, die Misslungenheiten, ja, und die Chancen der vorigen Jahrhunderte und aller übrigen Jahrhunderte auf, um gleichzeitig zu sagen, und in der neuen Arche Noah gewissermaßen, an der wir zimmern, ja, etwas Produktives weiterzuarbeiten. Die Arche Noah, sagt man, habe Tiere transportiert. Dieses nach Erfahrung des babylonischen Talmud nicht wahr, eine falsche Übersetzung. In dieser Arche wurden Schriften in Kisten, in Truhen, Arche heißt Truhe, ja, transportiert. Es kamen Schriften im Berg Ararat an. Ja? Und das ist gewissermaßen das, woran wir arbeiten. Vielen lieben Dank für das tolle Statement. Dann würde ich bitte Jan Knopf bitten mit seinem Statement für den Abend. Ja, jetzt waren wir bei den Schriften. Ich gehöre ja zu der Zunft, die die Künstler interpretiert, die Kunst interpretiert. Ich habe in Göttingen meine Doktorarbeit über Kalendergeschichten geschrieben, unter anderem von Johann Peter Hebel und Bertolt Brecht, und habe sie genannt Geschichten zur Geschichte. Als ich sie schrieb, war es an der Universität noch üblich, die Kunst als Ausdruck des Individuums, der Persönlichkeit zu verstehen und die Zusammenhänge, in denen auch die Persönlichkeit eines Künstlers steht, zu vernachlässigen oder nur sekundär zu behandeln. Ich habe daraufhin mein Programm quasi als Wissenschaftler so ausgelegt, dass ich gesagt habe, das Kunstwerk ist einerseits ein historisches Dokument, so müssen wir es auch sehen und so lesen wir auch zum Beispiel die antiken Literaten, die antiken Tragödien. Und gleichzeitig ist es natürlich auch ein Umgang einer Persönlichkeit mit dem, was sie vorgefunden hat und daraus wieder etwas Neues macht. Und daraus hat sich dann natürlich auch etwas entwickelt, was in der Literaturwissenschaft, und da kann ich jetzt meinen Standpunkt hier für die Diskussion formulieren, die Literaturwissenschaft lange Zeit ignoriert hat, dass die neuen Medien, sprich also in erster Linie Film und dann das Radio, das ja gerade in den 20er Jahren ein ganz wichtiges neues Medium ist, die Literatur neu herausfordert. Und da ist nun Brecht eine der zentralen Dichterfiguren der deutschen Literatur, nein, ich würde sogar sagen der Weltliteratur, weil er nämlich eins erkannt hat, nicht mehr Ausdruck der Persönlichkeit, sondern der Dichter ist auch ein Medium, durch das hindurch die Zeit zu ihrer Sprache kommt. Ich betone jetzt Sprache. Das heißt, dass der Dichter versucht, das in Sprache zu formulieren, was die Apparate mit ihrer Technik produzieren und damit auch ein neues Sprachverständnis formulieren. Und daraus entwickle ich dann jetzt hoffentlich im Laufe des Gesprächs dann meine Gegenthese zur Exoevolution. Denn meine Behauptung ist die, dass diese Exoevolution eigentlich überhaupt mit dem technischen Menschen begonnen hat. Ich komme darauf zurück. Ich hatte Alexander Kluge im Vorgespräch schon kurz gesagt, ich führe mich zurück auf Jemmy Button ins Feuerland zu den Yamana-Indianern. Ich führe das dann später noch aus. Bitte. Gut, da würde ich gerne den Faden weiterspinnen, den Alexander Kluge aufgerollt hat, und dann auf Jan Knopf zurückkommen.
Das heißt, ich möchte einige der Gedanken in meiner eigenen Sprache reformulieren, damit ich diesen Gedanken von Alexander Kluge weiterspinnen kann. Er hat darauf hingewiesen, klarerweise, wir haben die erste Natur und die zweite Natur. Ne? Wir können ja gewissermaßen sagen, ne? Das übertreibe ich ein bisschen. Die erste Natur war die, die mit den natürlichen Sinnesorganen wahrnehmen, ne? Mit dem Auge, ja, mit dem Ohr und so weiter. Ne? Die zweite Natur, die ja faktisch ist, gewissermaßen die erste Natur setzt, ist diese Natur, die wir mit Medien, mit Maschinen ja genug wahrnehmen. Ne? Wir haben Kameras, wir haben Radio, all diese Dinge. Ne? Das ist ja Natur, und das ist eine Wirklichkeit, die wir nicht nur wahrnehmen, sondern die auch wir auch erzeugen. Ne? Wir hören jetzt nicht nur die Stimme von Tieren und von Menschen, sondern wir hören jetzt plötzlich auch Stimmen aus dem Radio, wir sehen Bilder aus dem Fernsehen. Ne? Das führt uns genau zur Frage eben, ja, auf die ich dann noch komme, gibt es eine Realität jenseits der Medien? Ne? Und das sage ich nur, das, was Alexander Kluge vorgeschlagen hat und was ich auch machen, ja, ist eine Lösung dieser Frage. Ne? Weil nämlich Niklas Luhmann hat diese Frage so beantwortet. In seinem berühmten Werk Die Realität der Massenmedien, 1995, sieht man schon die Unterscheidung, da wäre die Realität, ja, die erste Natur, und da sind die Massenmedien die zweite Natur. Und dann sagt er noch, was wir in der Gesellschaft, ja, über die Welt, in der wir leben, wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Das ist ja faktisch, wir leben in dieser platonischen Höhle. Die Welt ist nur mehr die Welt der Massenmedien. Ne? Gleichzeitig sagt er dann noch, wie Alexander gesagt hat, wir wissen aber gleichzeitig, andererseits wissen wir so viel über die Massenmedien, dass wir diese Quellen nicht trauen können. Also genau, was Kluge gesagt hat, Gegenwehr. Wir haben die Bestätigung, wir können die Welt durch die Massenmedien, aber wir können eine Gegenwehr entwickeln, wenn wir die nächste Masse mittrauen. Jetzt möchte ich das, und das heißt, er findet keinen Ausweg aus dem Dilemma. Er sagt, alles, was wir in der Gesellschaft über die Welt wissen, wissen wir durch die Massenmedien. Und das ist sozusagen ein geschlossener Kreislauf, den wir durchbrechen können durch die Theorien, die Kluge und ich jetzt gleich entwerfen werden. Nämlich, er hat gut geschrieben, der Körper, das ist unsere erste Haut, ja, und da haben wir das Oben, das Unten. Wir haben die Beine und das Gehirn. Jetzt haben wir gelernt, die Beine bekommen technische Prothesen, ja, das ist das Auto, ja, und die Augen bekommen technische Prothesen, das ist die Kamera. Das heißt, aber jetzt kommt etwas dazu, was Alexander Kluge genannt hat mit den Algorithmen. Wir haben auch Prothesen für den Geist. Ja, ja. Das heißt, deswegen sprechen wir mit diesem Wort künstliche Intelligenz, mit Algorithmen und so weiter. Wir haben jetzt über Jahrtausende Werkzeuge entwickelt, diese Prothesen für den Unterteil des Körpers. Ja, ja. Und jetzt haben wir Prothesen entwickelt für den oberen Teil des Körpers. Wir haben plötzlich sprechende Gegenstände. Ne? Wir haben Alexa. Ja? Plötzlich reden nicht nur wir, sondern reden auch die Gegenstände. Im Auto spricht das Navi, wie eine Person, die neben uns sitzen würde. Das heißt, und was ist hier passiert? Ja? Und das ist, was ist passiert hier? Nämlich, wir haben die menschliche Evolution ist aus der Nahrungskette herausgesprungen. Ja? Wir essen nicht mehr Menschen. Das war die erste Lösung von dieser ersten Natur. Dann haben wir letztes Jahr mit der Krise, was man dann in Klimakrise, wir springen aus der Energiekette heraus. Ja? Und wir wissen nicht, wie das geht. Durch die technischen Medien, Radio, Fernsehen und so weiter, sind wir aus der Wahrnehmungskette herausgesprungen. Das kann ich gut illustrieren. Ne? Die Leute sagen, ich sehe fern. Das sage ich immer, nicht ganz. Ja? Wenn nicht dein Auge sieht, ja? Dein eigenes Auge sieht, fern sieht, was ich, Flüchtlingslager, sondern du siehst mit deinen Augen anderer. Ja? Der Kameramann. Ja? Und der Kameramann sieht auch nichts, der sieht im Auge der Kamera. Ja? Das heißt, du bist schon ein Beobachter dritter Ordnung. Ne? Also du wirst im Grunde, wenn du sagst, du siehst fern, musst du sagen, ich sehe die Welt nicht mit eigenen Augen, ich bin sogar enteignet. Ja? Ich nehme das wahr, was ein anderer Mann wahrnimmt und ein Kamera wahrnimmt. Ne? Das heißt, wir springen auch aus der Wahrnehmungskette. Und jetzt kommt das entscheidende Punkt. Durch das Algorithmen, durch die Künstliche Intelligenz springen wir so heraus aus der Denkkette. Das ist die größte Veränderung, die wir haben in der Exploration. Das ist das Problem, wie wir eben dieses Dilemma von Niklas Luhmann lösen können, ja? Dass wir sagen, die Massenmedien versperren nicht den Weg zur Realität, sondern ja, indem wir aus der Denkkette herausspringen, schaffen wir uns neue Werkzeuge, um die Realität wieder zu gestalten. Das ist der Punkt. Und da sind wir, glaube ich, eben, ja, und das ist einer Meinung, Alexander Kluge und ich. Und das kommt klarerweise dazu, dieses Steigern, ja, der Bau ist in uns, also wunderbare Formulierung. Ja? Jeder hat doch einen Bau in sich. Aber darauf kommt dann sozusagen eben der industrielle Mensch, der technische Mensch. Ja? Da ist ja das eingetreten, wenn wir halt diese Herausspringen aus Energieketten, Wahrnehmungsketten und Denkketten nicht verstehen, dass wir eine Naturbeherrschung entworfen haben mit der Moderne,
die ist faktisch uns im Augenblick unbeherrscht. Wir haben eine Naturbeherrschung eingetreten in der Moderne, die wir nicht mehr beherrschen. Ne? Das ist die Krise. Ne? Darum müssen wir nachdenken, ja? Wie wir eben mit diesen neuen Prothesen ja, wieder der Naturbeherrschung auf diese klassische historische Weise beenden. Ne? Und dafür sind nicht die, dafür, und damit können wir aus diesem Circulus Viciosus, wie Niklas Luhmann beschreibt, ja, dass wir nur das wissen, was die Medien uns reportieren, wir können damit auch aus dieser Wahrnehmungskette herausspringen. Ne? Das ist mein Vorschlag. Ne? Alexander Klugemeier ist in der gleichen Richtung, glaube ich. Ne? Ja, darf ich? Okay, ich möchte gerne widersprechen, ja. Weil die Argumentation gerade von McLuhan geht davon aus, dass also der Fuß, das Rad die Erweiterung des Fußes ist oder eben die Kleidung die Erweiterung der Haut und das eben nicht. Ja, genau. Ich greife zurück jetzt auf den Begriff, den ich sehr, wie soll ich sagen, sehr griffig dafür finde, der stammt von Hegel, die Äußerung. Denn das, was wir mit der Technik schaffen, ist ja etwas, was wir zwar herstellen, das aber gleichzeitig, und das war der Erfolg der modernen Naturwissenschaften, gleichzeitig aus der Natur entnommen haben, und zwar aus der ersten Natur. Das heißt, alle Beschreibungssysteme bis hin zu den Algorithmen, alle mathematischen Systeme sind nichts anderes als Beschreibungssysteme von Teilprozessen der ersten Natur, die wir dann einerseits nachahmen, auf der anderen Seite aber eben auch bauen. Und durch dieses Bauen entsteht Technik und durch die Technik entsteht die Reproduktion. Das heißt, das ist jetzt meine entscheidende Gegenthese. Auch die Algorithmen sind nichts anderes als Reproduktionen und kein neues Denken. Und sie zeichnen sich dadurch aus, dass sie Riesenquantitäten verarbeiten und viel schneller sind als wir. Also insofern sind sie uns total überlegen. Aber sie sind weder Prothesen unseres Organismus, also Alexander Kluge hat das ja angedeutet, wir bleiben nach wie vor mit unserem Darm beschäftigt. Wir müssen Corona aushalten und das elektrische Licht ersetzt nicht die Sonne. Und die Elektrizität ist nur so lange im Gange, solange die Apparate funktionieren. Schalten wir sie ab, sitzen wir alle im Dunkeln. Jan, ich möchte widersprechen, was du gesagt hast, ist kein Widerspruch, sondern im Gegenteil. Das Wort Entäußerung heißt ja auf Lateinisch Exteriorisation. Das ist schon klar, ja, ja. Entäußerung ist genau unser Argument. Ja. Wir tun Eigenschaften des Menschen auslagern und dadurch schaffen wir eine Exemplation. Wir folgen nicht mehr den Gesetzen der Naturreaktion. Klarerweise kann man sagen, alles, was der Mensch macht, der Mensch ist ein Naturprodukt der Evolution. Also alles, was er macht, auch was er künstlich herstellt. Ja. Nur ist der Punkt der, bisher sozusagen die Bäume, das war von Natur gemacht. Die Tiere waren von, also unsere Fortbewegungsmittel, die Tiere waren von Natur gemacht. Jetzt machen wir selber unser eigenes Fortbewegungsmittel, das Auto. Ja. Das ist schon ein Unterschied, eine große Differenz. Normalerweise kann man sagen, auch Autos sind Natur. Nein, das stimmt nicht. Das heißt, Technik ist von Menschen gemachter Natur. In dem Sinne ist es, kann man sich vergleichen mit deinen Theorien. Technik ist Natur, gefolgt der Naturgesetzen. Ne? Die Medien folgen den Naturgesetzen. Aber ich möchte noch etwas anderes darauf hinlenken, was mir wichtig scheint. Ich möchte mich beschäftigen noch einmal mit dem Verhältnis zwischen Medien und Realität aller Lumen. Und ich möchte in Erinnerung rufen, das gibt ja dann die drei großen Geschichten von Borges, nämlich ein Kaiser macht eine Landkarte, die ist so groß wie das Land selber, ja. Das heißt, die Landkarte bedeckt das Land. Ja. Danach weiß man nicht, wer stehe ich auf der Landkarte oder auf dem Land. Und man sagt das dann, Baudrillard hat dann gesagt, die Medien sind die Landkarte und das Land ist Realität. Ja. Und dann wissen wir nicht, sind wir in der Simulation, in der Realität der Medien oder Realität der sinnlichen Wahrnehmung. Ja. Und hier kommt jetzt der Punkt. Ja. Diese Theorien sind schon niedergeschrieben worden im 19. Jahrhundert von jemandem in dem Roman Tom Sawyer und Huckleberry Finn. Und das möchte ich erzählen, was da schon steht. In diesen Romanen ist er der Kluge, ist er Tom Sawyer, der Dumme ist der Huckleberry Finn. Die beiden, das steht wirklich in diesem Buch in Huckleberry Finn. Die beiden fliegen mit einem Ballon über die Landschaft
Und dann sagt der, das sagt der Tom Sawyer, ah, der Ute ist Pennsylvania. Das sagt halt der Berfin, kann nicht stimmen. Wieso kann das nicht stimmen? Weil er ist doch, das ist ja unten, das ist das grüne Land von Pennsylvania. Das sagt halt der Berfin, nein, auf meiner Landkarte ist Pennsylvania rot. Ja? Weil klarerweise eine Landkarte gibt ja nicht wieder natürliche Farben. Außerdem auf einer Landkarte sind schwarze Linien, die Meridiane. Und ich schaue runter, sehe die grüne Landschaft und sehe keine schwarzen Linien. Also kann das nicht Pennsylvania sein. Das sagt der Tom Sawyer, Huckleberry, die Landkarten geben wir das Land nicht wieder. Ja? Da sagt dann Huckleberry hin, ja, wenn ich anfangen würde zu glauben, dass auch Landkarten nicht mehr die Wahrheit sagen, ja, das hat ja niemand mehr die Wahrheit. Ja, ja. Das heißt, ich muss an die Landkarten glauben, sonst finde ich mich gar nicht mehr zurecht. Sie sehen, dieses Problem ist schon 100 Jahre alt. Ne? Und heute haben wir dann die Fake News, all diese Überlegungen. Ja? Und ich glaube, aus dieser Polarität, ja, die müssen wir überwinden. Ja? Und ich glaube, die Theorie, die wir vorschlagen mit der Exteriorisierung, ja, sind eine Möglichkeit, aus dieser Polarisierung, die Spiegelbildlichen, zu entkommen. Ich sage nämlich, um das zu vereinfachen, die Landkarte baut das Land. Ja? Ja? Die Medien, und das sind ja nicht nur die Massenmedien, sondern auch es gibt das Gesamtmedien, die ganze technische Medien, die bauen eine neue Wirklichkeit, ja, die es vorher gar nicht gegeben hat. Der Punkt ist der, das elektrische Licht ersetzt sich der Sonne. Der Punkt ist der, es hat vor der Entdeckung der elektromagnetischen Wellen, Alexander Kluge und ich haben darüber schon gesprochen, in der damaligen Sendung, ja, es hat Elektrizität nicht gegeben. Es gibt es seit 400 Jahren, das Wissen, es gibt Magnetismus. Der Magnetismus ist hier für Millionen von Jahren. Vor 400 Jahren haben wir entdeckt, es gibt einen Magnetismus und konnte ihn einsetzen für die elektromagnetische Wellen von Radio bis Fernsehen. Ne? Und die Entwicklung hört nicht auf. Die fängt es erst an, ja, dass wir noch weitere Dinge entdecken. Ne? Das ist die Idee. Wir entdecken etwas in der sogenannten Realität, was wir dann nennen Technik und Medien. Ne? Wir bauen die Realität. Wir tun sie nicht einfach abbilden. Ne? Also, wenn ich das mal auf etwas Praktisches ziehe. Nehmen Sie mal den langen Weg eines Bildes von seinem Entstehungsort bis in die Tagesschau. Ja. Dann haben Sie zunächst einmal, nehmen wir mal an, einen Brand, ja, ein Ereignis. Ja. Ja? Oder einen Mord, es ist mir egal. Was ein Brand ist gut. Ein Brand, ja. Es besteht aus konkreten Bildern, die übrigens Zuschauer oder Zeugen sehen können. Der Kameramann ist ein ausgebildeter Zeuge. Ja? Er kann mit dem Medium der Kamera, die noch intelligenter guckt als er oder ihn korrigiert. Die Kamera hat ein sogenanntes Unbewusstes. Ja? Die lässt sich nicht beeinflussen von unseren Vorurteilen. Ja? Und zeigt, was wirklich da ist. Und das mit der Differenz der Annahmen des Kameramannes ergibt jetzt ein zweites Bild. Dieses Bild wird jetzt zunächst mal extrem gekürzt. Ich wünschte mir einen Sender, ja, oder Sie als Intendanten, Herr Weibel, eines Senders, der alles, der Beispiele von Originalton im Bild, ja, nämlich vollständige Szenen, ja, referiert. Das Grasbüschel am Rande ist so wichtig wie die Tat, ja. Und das wäre etwas Gutes, das wäre etwas Wirkliches. Das wäre eine Annäherung an Wirklichkeit. Übrigens in der ersten und in der zweiten Natur. Das gilt für interessante Medien auch. Sie würden verblüfft sein, welche Erfolge sie hätten, wenn sie mit den Mitteln von Silicon Valley, ja, solche genauen Beschreibungen von etwas bringen. So, und jetzt kommt aber der Punkt, in der Tagesschau kommt nichts davon unbehelligt an, sondern das geht einmal durch Reuters, durch Agenturen und das sind Verwaltungsbehörden. Das sind gar keine Wahrnehmer. Ob die Augen haben, das bezweifle ich. Ja? Die Agenten, die das machen, haben Augen, ja? Aber das sind uninteressierte Augen. Und sie verteilen jetzt nach Tagesinteresse, nach Vornamen, nach Aktualität, nach Bezugspunkt, nach Wert. Ja? Der Wert wird hier nicht, den kann man ja objektiv als Kaufwert in dem Prozess gar nicht bezeichnen. Ja? Aber so wie ein Marktwert wird jetzt Realitäten eine Exzellenz zugesprochen oder sie werden hintangesetzt. Dann kommt dasselbe System nochmal in den Anstalten. Das sind ja Anstalten, Verwaltungsbehörden. Da kommt die Wirklichkeit durch den Pförtner gar nicht durch. Übrigens, auch dieses Bild
passiert nicht den Weg über einen Pförtner. Ja? Sondern es geht ja inzwischen elektronisch direkt in die Zentralredaktion. Und dort wird das nochmal zusammengeklopft. Und wenn wir Samstag haben und anschließend ein Fußballspiel und wir sind beim ZDF, dann wird das nochmals gekürzt. Und manchmal ist das nur eine Viertelstunde lang. Ja? Also ich wollte nur mal beschreiben, ja, wo jetzt die verschiedenen Stellungnahmen von uns liegen könnten. Ja? Wir könnten bei dem Ereignis selbst sagen, die Ereignisse sind Lebewesen, sie sind rebellisch, sie haben einen Eigensinn, sie haben einen Eigenwert. Die Besonderheit bei Hegel, ja, ist noch was anderes als die bloße Einzelheit und ist immer was anderes als die Allgemeinheit. Und die Landkarte, Herr Weibel, von der Sie sprechen, ja, die bewirkt zum Beispiel eine Landkarte von 1 zu 300.000, eine Generalstabskarte Napoleons. Ja? Und die führt bis Moskau. Aber erklärt nicht, dass da plötzlich Winter kommt und dass man dann am Wege erfriert, ja? Was wiederum Caspar David Friedrich malen kann. Ja? Das heißt, der Chasseur vor dem östlichen Wald, den Caspar David Friedrich malt, ja? Der steht da ratlos. Ein hochinformierter, schicker Soldat, vielleicht Offizier, ja, steht vor dem unbekannten Wald und weiß nicht, wohin. Das ist ratlos. Ja? Und ratlos bedeutet, ich stelle Fragen. Und jetzt kann ich den umgekehrten Weg wieder gehen. Ja, von der Ratlosigkeit eines Mannes vor einem zu dichten Wald, ja, einmal über Paris und dessen Geliebte hinweg, ja, und der Möglichkeit, dass er noch was anderes lernt, als Offizier zu sein, kann ich jetzt überall hin, ja, mit unseren menschlichen Fähigkeiten, den evolutionären und den neuen. Also Homo novus novus. Ja, da wir ja die prinzipielle Frage angesprochen haben, was alles geschieht mit den Nachrichten, bis sie bei uns landen, das ist eine andere Frage. Wir haben ja die Frage gestellt, ob es ein Jenseits der Medien gibt, ob alles medienvermittelt ist. Und da ist dann die Frage, ob die erste Natur in irgendeiner Form durch die Natur, die wir uns jetzt durch die Medien bauen, durch die Technik bauen, ob die in irgendeiner Form nun wiedergibt, was die erste Natur darstellt. Also die prinzipielle Tatsache, alle Abbildungen, alle Neubauten, die wir als zweite Natur uns bauen, sind defizitär gegenüber der ersten Natur. Und ich habe mal wieder bei Marx nachgeschaut. Der hat also schon 1845 formuliert gegenüber Feuerbach: Wir leben schon lange nicht mehr in der ersten Natur. Feuerbach, du wirst die erste Natur nur noch auf irgendwelchen australischen Koralleninseln finden. Inzwischen ist alles Kultur geworden. Also ein schönes Beispiel ist übrigens Karlsruhe hier. Der gute Karl Friedrich, der ist halt in den wilden Wald umgezogen. Wildpark heißt das Ding noch heute. Und was ist daraus geworden im 18. Jahrhundert? Es ist eine gebaute Natur, also Kultur geworden. Und ich würde eben diese zweite Natur auch viel mehr als Kultur benennen, die natürlich von uns geschaffen ist, in der wir jetzt hauptsächlich leben und mit der wir umgehen, die uns aber noch lange nicht aus der Evolution befreit. Im Gegenteil, sie zwingt uns neue Verhaltensmaßnahmen auf, zum Beispiel, also ein Städter geht anders durch die Stadt als ein Dörfler. Der Bauer geht ganz anders über seine Felder als der Städter, der ständig darauf achten muss, dass er nicht da und da aneckt, dann kommen die Ampeln, dann kommen die Autos und so weiter und so fort. Und das ist ein ganz entscheidender Punkt. Das heißt, die wissenschaftlichen Bemühungen und auch die verschiedenen Sprachen, die wir entwickelt haben, auch die Mathematik ist eine künstliche Sprache, die die Naturgesetze formuliert, dass diese Sprachen gegenüber den Möglichkeiten der ersten Sprache, die wir haben, die sogenannten Muttersprachen, auch defizitär sind. Das heißt, sie beschreiben uns nicht die ganze Wirklichkeit, sondern sie lassen uns nur das genau erfassen, was wir mit der ersten Natur in die zweite Natur überführt haben.
Und das wäre dann der andere Gesichtspunkt, was Sie jetzt angesprochen haben, Alexander Kluge, dass dann alles noch gefiltert ist. Oder dass wir in der Lage sind, aufgrund der Bilder plötzlich Realität zu entdecken, ja, der künstlichen Bilder. Es gab damals in der Zeitung gab es ein ganz einfaches Bild, ein Schnappschuss einer Kreuzung, eine Sekunde, und dann wurden Ausschnitte aus diesem Bild, ja, in verschiedenen Formen daneben geklebt. Und dann sah man plötzlich, was alles auf dem Bild drauf ist. Oder das berühmte Problem bei Thomas Mann, Josef und seine Brüder. Ich erzähle die biblische Geschichte jetzt mal ordentlich und stelle fest, es geht nicht. Ich komme in den Wahnsinn der Genauigkeit. Das heißt, der Abkürzungsprozess, das Amplifizieren und so weiter. Das ist also meine Gegenrede. Okay. Darf ich mal so sagen, es ist ja gar nicht wirklich gegensätzlich. Ich möchte mal Ihren Punkt bei Marx nehmen. Der sagt, die zweite Natur beginnt mit dem Warenfetisch. Mhm. Da bauen Menschen in die Dinge, die sie produzieren, ein Stück Lebenszeit ein. Marx sagt, du, das ist ein Poet, wenn ich jetzt in eine Maschine, eine gelungene Maschine, mit dem Taschenmesser hineinritze, müsste Blut rauskommen. Nun kommt da kein Blut raus. Aber es ist eine magische Beziehung, dass etwas aus dem Leben von Menschen durch Entäußerung in die Maschinerie eingewandert ist. Und diese Maschinen sind eben mehr, die sind auch zum Teil Menschen. Zur Hälfte behaupte ich, sind sie Menschen, zur anderen Hälfte Eisen, Schrauben oder sonst etwas. Und manche Frau hat schon zu ihrem Mann gesagt, wenn du so sorgfältig mit mir umgehen würdest, wie du eine Schraube schraubst, sitzt, wackelt und hat Luft, ja, dann wäre ich sehr froh. Behandle mich doch wenigstens so, wie du deine Technik behandelst. Also, wollen Sie mit einer weiblichen Maschine ein wenig Liebe betreiben? Wie sieht es dann aus? Leibniz sagt, wir sind alle Menschen sind organische Maschinen. Ja? Und das Wort organisch können Sie dazu sagen. Ich glaube, dass Liebesfähigkeit von Maschinen theoretisch möglich ist. Warum soll man das nicht einbauen können, wenn man andere Tüchtigkeiten einbaut? Aber das ist jetzt nicht unsere praktische Frage. Okay, ja? Gut. Also ich würde keinen Problem drauf gründen, wenn Sie mich das fragen. Ja? Ja. Aber ich würde eine Maschine gut unterrichten können mit den Mitteln der Narration, dass sie als Heiratsvermittlerin mit Sitz in Zürich, ja, Menschen aus Odessa und Portugal verbindet, ja, dass sie Tote im Mittelmeer vermeidet, indem Ehen von Kongo bis Rheinland-Pfalz gestiftet werden. Also das ist alles nicht erforscht. Und ich kenne keinen Menschen, der darüber forscht. Aber wenn ich mir vorstelle, wie das ganze Russland besiedelt werden könnte, ja, mit der Arbeitskraft von Menschen, die jetzt von Afrika nach Europa rüber wollen, ja, dann würde ich sagen, warum soll das unmöglich sein? Ja, wenn die Galizier alle nach Amerika kamen und der Chef des New Yorker Taxiwesens ist aus Lemberg, ja, nicht? Wenn die ganze Hollywood-Industrie, ja, aus Galiziern besteht, ja, dann sind auch andere Transfers möglich. Ja? Also ich finde diese Fragen, ja, dass in der Technik, die von Menschen gemacht ist, in dieser zweiten Wirklichkeit, von der Peter Weibel spricht, ja, nicht? Da steckt eben zur Hälfte menschliche Eigenschaften. Ja? Und die zu erforschen, ich darf mal unter Rücksichtslosigkeit gegenüber Frau Retzer, ja? Ja? Folgendes sagen. Wir haben in unserem Genom 51% etwa importierte Bakterien und vor allen Dingen Viren, ja, zum Teil von 35 Millionen Jahren, die in unsere Vorfahren eingedrungen sind und uns noch heute traumartig verteidigen, ja, gegen gefährliche Gefahren, die es längst in der Evolution nicht mehr gibt. Wie die Hugenotten gute preußische Beamte sind, ja, nicht? So sind das Immigranten bei uns, ja, die uns eventuell verteidigen. Ich kann nicht ausschließen, dass einer davon, ja, in der Lage wäre, uns Rat zu geben gegen Corona. Ja?
Das wird aber gar nicht erforscht, die Frage wird gar nicht gestellt. Ja? Also wir sagen, das ist Körper, der kann nicht denken. Das stimmt aber nicht. Unser Genom kann denken, ja, oder könnte denken. Und da sind Aushilfen versteckt in der alten Evolution, in den neuen Evolutionen, im Homo novus, ja, und vor allem in der Industrie. Ja? Und das ist das, was aus Entäußerung, ja, hineinwächst in diese Seelenlampe, ja, die in den gut gelungenen Waren glüht. In Kuba ganz hell. Wenn so ein Auto von 1936 in Kuba 70 Mal repariert wurde und immer noch fährt, ja, dann ist das zum Beispiel so ein kleines Seelenlicht, das das macht. Und diese Waren sind verführerisch. Ja? Und sie gehören genauso zu unserer Welt. Und sie gehören auch im Grunde, sie sind ein Teil des Reizes, mit dem die Digitalität umgehen kann. Also ich würde gerne noch im Gegensatz zu dem, was Sie sagen. Es ist nur die andere Seite der Narration. Okay, ich komme darauf zurück, aber Peter Weibel will zunächst. Ja. Ich würde gerne noch darauf zurückkommen, auf die Beschreibung von Alexander Glogius sehr präzise über die Wanderung und die Migration eines Bildes, ne? Vom Brand, bis es dann landet sozusagen in der Wohnung von einem Betrachter. Ja? Das finde ich eine sehr präzise Beschreibung. Ich würde das Abstraktion nennen. Das Schicksal des Bildes im Zeitalter der Datenadministration. Es ist wichtig, das sind Verwaltungsakte, ja, und das Bild verwandelt sich in Daten. Ja, und dann gibt es Leute, die das filtern, das sind alles Vorgänge, auch durch das Filtern. Also wir müssen nachdenken, wie hat sich das Bild radikal verändert, Alexander Glogius, vollkommen richtig. Und resetten. Ja, richtig. Also die Abstraktion kann man resetten. Richtig. Ja. Ja. Und das führt dazu, eben dass, und es gibt wenige Regisseure, ja, und dazu gehören Sie, die glaube ich, sich das bewusst gemacht haben. Ne? Da rennt also immer noch, man hat das Celluloid, macht ein Bild und dann hat man das Kino. Ne? Das gibt es gar nicht mehr. Ne? Das wird auch verschwinden. Ne? Und ich glaube, Alexander Kluge, neben Ihnen ist noch ein Regisseur, der das auch weiß, der heißt Jean-Luc Godard. Er ist aber verzweifelt. Ja? Wenn der macht den Film jetzt Sozialismus-Film. Er muss die Kategorie schon in den Titel nehmen, weil er glaubt doch an den alten Film. Aber er hat aber kennengelernt, es gibt das gar nicht mehr. Ne? Er weiß genau, die Bilder sind nur mehr Teil einer Datenadministration. Ne? Und das einerseits gefällt mir das, wenn das eine heroische Anstrengung ist, aber gleichzeitig sehe ich auch, wie er scheitert, Alexander Kluge. Ne? Ja. Und dieses aber sozusagen, also bei dem Godard, ja, aber ja, auch bei anderen robusten Filmemachern, ja, können Sie sagen, es gibt, der Film kommt aus der plebejischen Öffentlichkeit. Ja. Ja. Der kommt aus der Intelligenz der Vorstädte. Ja. Ja, und der Provinz. Ja. Der ist nicht akademisch. Also so ja, die Idee in der Filmhochschule absurd. Ja. Ja. Und auch die Mündlichkeit, die im Rundfunk, im Radio ursprünglich mal steckte, ja, ist robust. Aber wenn Sie nehmen, die verwalteten Rundfunkanstalten, die haben das nicht. Die sind nicht plebejisch, die sind Vornehmer. Ja? Ja. Und diese Öffentlichkeiten, also wie kann man, Herr Knopf, Narrationen, Narrative vom Jahrmarkt, aus dem Zirkus, aus der Intimität, ja, verbinden mit denen, die akademisch sind, die naturwissenschaftlich sind, mit Sternenkunde, mit Physik. Das wäre das Interessante. Also eben noch habe ich Mathematik und das ist eine gute Lösung. Und jetzt plötzlich kommt der Mutterwitz. Ja? Kant sagt in der Kritik der reinen Vernunft, die Gebrauch der Verstandeskräfte gemeinhin Mutterwitz genannt. Dieser Stockpreuße, dieser stockige Mann, ja? Der trockene Mann spricht von Mutterwitz. Ja? Kann man gar nicht ins Englische übersetzen. Und so etwas zum Beispiel, dass das interagiert, dass wir 30 Intelligenzformen dauernd benutzen, ja, oder benutzen könnten, ja, dass wir in den grammatischen Formen, ja, einen Reichtum haben. Sehen Sie das Futur 2, ja, was werde ich in 30 Jahren gewesen sein in den Augen meiner Kinder? Das ist eine interessante Spekulation, das ist kein Irrsinn, das ist Grammatik. In dem Baskischen gibt es ein Ergativ. Das heißt, so wie bei uns den Konjunktiv oder im Griechischen die Wunschform, den Optativ, gibt es eine eigene Redeform von Arbeit. Alles, was mit Arbeit und Machen zu tun hat, mit Stoffveränderung, ja, wird anders grammatisch besprochen, als was mit Muße, mit Träumen, mit irgendwas anderem zu tun hat. Dass die sich mit den Madridern nicht vertragen, glaube ich gerne.
Ja? Und das ist grammatisch. Und diese Grammatik anzuwenden auf alles, vor allen Dingen auf die Fragen der zweiten Natur, vor allem auf Niklas Luhmann, ja, der übrigens ein ganz brillanter Poet auch sein kann. Der hat über Liebe als Passion geschrieben. Ja? Hätte man nicht geglaubt. Und ja, das mitten in der studentischen Protestrevolution, 68 in Frankfurt, ja, hält ja ein Seminar darüber. Ja? Und die sagen, man darf sich doch eigentlich nur mit Vietnam befassen. Ja? Das ist auch Niklas Luhmann. Ja? Ich will nur anregen, ich will nicht fertig reden. Diese narrative Aufgabe, die Herr Knopf, vor der der spricht, ja, ja, so interessant, dass wir immer mit ganzen Skalen, Kaleidoskopen oder Kaskaden von Sprache, von Narration umgehen lernen. Ja? Und gewissermaßen die Vereinfachungstendenz, die im Internet steckt und in den Algorithmen, ja, umkehren. Ja? Das Medium lässt das zu. Ja? Die Digitalität hat nichts gegen Besonderheit. Ja? Nicht? Und dass wir dieses Instrument auch nochmal umkehren. Ja, also was Sie beschrieben haben vorhin mit der Entäußerung und natürlich, dass da etwas entsteht, was dann etwas Menschliches in sich trägt, das ist der traditionelle Bildungsbegriff. Und da werden wir beim Kern von Hegel, Arbeit bildet. Und natürlich steckt in alledem, was wir geschaffen haben, stecken wir drin als Menschen. Aber jetzt kommt die andere Frage. Und das ist mein entscheidender Punkt, dass eben diese Gebilde sich dadurch auszeichnen, dass sie keine Organismen sind, dass sie nicht lebendig sind, dass sie nicht individuell sind, dass sie beliebig reproduzierbar sind und dass sie auf diese Art und Weise möglicherweise, ich meine, wir sind jetzt in den 20er Jahren und da beschäftigt mich natürlich das Medium Radio ganz entscheidend. Wie konnte es kommen, dass jetzt die elektromagnetischen Wellen gleichgeschaltet, das ist der Begriff aus der Elektrotechnik, nun übertragen wird in die Politik, in die Gleichschaltung und daraus entsteht dann der Volksempfänger. 301, also 30. Januar ist eingeschrieben, VE301, und ist in der Lage, ein Volk, von dem wir mal glaubten, ja, dass sie die Bildung gepachtet haben, dass sie das Volk der Dichter und Denker sind, wie die Idioten Leuten hinterherlaufen. Und warum haben wir kein Interesse, diese Massenbewegung, diese reproduzierte Masse, wo der Einzelne nichts ist, bis hin zur Auslöschung, wie diese Masse zustande gekommen ist, wir aber ungeheuer viel Interesse daran haben, auszuleuchten, welches irrwitzige Hirn der Herr Hitler oder Herr Goebbels in sich getragen hat. Das sind ja jetzt die entscheidenden Fragen. Und die werden natürlich jetzt durch den Coronavirus noch mal völlig neu gestellt. Das wäre dann der Anknüpfungspunkt an Peter Weibel, der sagt, dass natürlich jetzt die digitalen Medien eine ungeheure Lücke füllen können, weil wir im Moment uns nicht nähern dürfen können. Und was würden wir machen, wenn wir die Medien nicht hätten? Ja, das ist ja auch ein ganz entscheidender Punkt und da gibt es gar nichts dran zu leugnen. Aber trotzdem sind es wiederum Massen, die mit diesen Medien bedient werden, auch wenn sie einzeln wahrnehmen. Okay. Ich würde ganz kurz, bevor wir das Thema weitermachen, davon profitieren, dass wir mit Alexander Kluge einen wunderbaren Filmregisseur für uns haben. Dadurch möchte ich nochmal das Thema vertiefen, dass der Film vom Jahr mal kommt. Da würde ich eben genau sagen, Godard, würde ich sagen, Alexander Kluge hat versucht, das Kino zu akademisieren, ne? Zu einer philosophischen Essay zu machen. Ne? Während hingegen Quentin Tarantino mit seinem Erfolgsfilm, Pulp Fiction heißt der Schundroman, der hat genau gesagt, ja, wir gehen zurück auf den Schauroman, wir gehen zurück auf die Jahrmarktbude. Aber es gibt etwas, was gut in die Rhetorik passt. Wenn das Bild
im Zeitalter der Datenautorisation leben, dann heißt das, die Bilder sind geordnet wie Akten. Ja? Das heißt, die Bilder sind vorhanden. Ne? Und Godard sagt, okay, ich mache aus den vorhandenen Bildern, aus der Found Footage, mache ich ein Essay. Und während eben Quentin Tarantino alles, was er macht, ist ja schon gedreht worden. Ne? Ja? Das heißt, alles, was er sieht, hat er schon gesehen. Nur tut es, er schaut sich alle Filme an, er kennt alle Filme und sagt, die Szene mache ich nach. Er tut sich karikaturhaft übertreiben. Ne? Das heißt, durch diese karikaturhafte Übertreibung sind die Leute dann von dieser Überwältigungsästhetik sind sie fasziniert. Aber im Grunde sagt er auch, sozusagen, meine Bilder, die ich hier mache, ja, drücke ich auf Jahrmarktniveau, ja, also alles, was er macht. Aber er steht in der gleichen Falle wie Jean-Luc Godard. Er kann keine Bilder finden. Er tut nur mehr vorhandene Bilder noch blutiger machen, noch fähriger machen und so weiter. Ne? Alexander, du siehst das richtig ungefähr. Ne? Aber ich sehe da keinen Gegensatz. Ich bin ein absoluter Anhänger von Tarantino. Ja, und das ist ja die plebejische Öffentlichkeit. Und der gesamte B-Film in den USA ist absolut besser als der A-Film. Ja? Ja. Nicht? Oder mich mehr interessierend. Ja. Und insofern, da stimmen wir überein. Und jetzt müssen Sie, ich bin nur der Meinung, man muss durch alle Narrationen hindurch, also das plebejische Prinzip bedeutet nicht, dass ich mich nicht für Sterne interessiere. Und so wie ich mich für Sterne interessiere, nutzt mir die Aufzählung, also der Schlager nutzt mir da nichts, sondern das ist Kosmologie, das ist Mathematik im Kosmos. Ja? Also anders gesagt, wir müssen alle Formen der Intelligenz nebeneinander entwickeln. Die erotische, ja, die mathematische, die diskursive, ja, die konzentrierende, ja. Also es gibt so viele Formen der Intelligenz, ja, und so viele Sprachen wie Intelligenz gibt es außerdem und Ausdrucksweisen. Und wenn wir da die Vielfalt, ja, also die Einheitssprache hat die Leute die Sprachverwirrung hervorgebracht. Nicht die Vielfalt der Sprecher, die den Turm gebaut haben, solange die ihre Ortssprachen sprachen und einander nicht verstehen konnten, aber sich verständigten, ja, haben sie sich vertragen. Und das ist heute noch genau dieselbe Situation. Und noch eine wichtige Sache, Herr Knopf. Ich bin nicht der Meinung, dass Maschinen nicht Individualität haben. Wenn Sie mit einem Ingenieur sprechen oder einem richtigen Maschinisten, ja, da wird einen im Krisenjahr 1979, ja, wird in der DDR, meiner Heimatstadt Halberstadt, fällt die Heizung im Kreiskrankenhaus aus. Jetzt wird eine Lokomotive vom Reichsbahnausbesserungswerk dorthin geschafft, über Rohre verbunden und hält 4 Wochen lang dieses Krankenhaus funktionsfähig. Diese Maschine ist sozusagen wie ein Mensch, wie ein Sanitäter tätig. Und wenn Sie mich fragen, ich habe einen Grass Valley-Mischer benutzt, 10 Jahre lang, wird nicht mehr so hergestellt. Und der hat 8 Ebenen und jede dieser 8 Ebenen ist autonom. Es sind winzige Verschiedenheiten, die heute gleichgeschaltet werden, ja, in einem modernen Computer. Ja. Und das sind sozusagen 6 eigene Stimmen und wir haben genau gearbeitet an der Nahtstelle davon und haben diese 8 Ebenen gegeneinander geführt. Und das macht den Reiz aus. Und das ist besser als eine 35mm Kamera oder eine Debris. Das heißt, diese Maschinen haben durchaus Individualität durch das Temperament derer, die sie gebaut haben. Okay, ich will jetzt dem nicht weiter widersprechen, aber Sie haben gefragt, das finde ich jetzt sehr viel interessanter, wie können wir die Narration aufrechterhalten und trotzdem die neuen Medien einbringen? Und Sie haben mal in einem anderen Zusammenhang gesagt, wir müssten es in irgendeiner Weise schaffen, etwa unsere Handlung, unsere Arbeit mit der Betrachtung zu verbinden. Also bei Goethe war es noch so, der Handelnde ist gewissenlos und der Betrachtende hat Gewissen. Und wir könnten jetzt eigentlich über die Medien, das finde ich dann den interessanten Ansatz, könnten über die Medien lernen, die Narration mit ihrer Beobachtung, das heißt mit ihrer Vermittlung
zu verbinden, zu verschmelzen und damit neue Möglichkeiten entwickeln. Und da darf ich vielleicht mal daran erinnern, dass, weil ich ja nun von Brecht herkomme, dass Brecht schon in den Erzählungen diesen Versuch zumindest angestellt hat. Also er hat den sogenannten Vermittelnden, so habe ich ihn genannt, vermittelnden Erzähler eingeführt, in der Regel ein Ich-Erzähler, der nicht zur Handlung gehört, sie beobachtet, sie auch gar nicht versteht, aber sie umsetzt in seinem Hirn und dann beurteilt. Oder was das Brechtsche Theater ausmacht, dass er gesagt hat, die Schauspieler sollen auf der Bühne als zwei Personen auftreten. Einmal als die verkörperte Person, also als Lear, dann aber eben als Herr Geschonek, eben als ich, Herr Geschonek. Und um das zu üben, hat er dann eben gesagt, damit ihr eine Haltung dazu findet, sage ich, macht auf den Proben Folgendes, ihr sagt nicht ich, ihr versetzt euch nicht in die Rolle, sondern sagt er. Und distanziert euch auf diese Art und Weise von dieser Figur. Und das ist ein ungeheurer Zuwachs, der ohne die Medien nicht denkbar wäre. Und diese Ansätze zum Beispiel werden nicht weiterverfolgt in der Literatur. Das ist interessant. In den Medien wohl, aber nicht in der Literatur. Ich möchte mir eine kommentierende Funktion hier. Ja, genau. Ich stehe daneben, aber ich bin auch beteiligt. Ja. Und ich kann mich nicht raushalten. Ja. Ich möchte noch einen kritischen Beitrag bringen zu dem Motiv der Narration. Ja. Ich komme nochmal zurück auf diesen Aufsatz von Buch von Luhmann, die Realität der Massenmedien. Und das ist jetzt wichtig, weil, Jan Knopf, es gibt schon neue Narrationen, und die werden heute diffamiert als Verschwörungstheorien. Das ist mein Problem, ne? Ja? Okay. Wir haben Verschwörungstheorien, das sind einfach neue Narrationen, wie die Welt funktioniert. Und komischerweise steht das bei Luhmann schon da, und das klingt so. Ja? Man wird alles wissen mit den Vorzeichen des Bezweifelbaren versehen. Die Lösung des Problems kann nicht, wie in den Schauromanen des 18. Jahrhunderts, Kluge erwähnt genau die Quelle der Medien im Schauroman des 18. Jahrhunderts, es kommt die Stelle, in einem geheimen Drahtzieher im Hintergrund gefunden werden. Ne? Das heißt, es steht hier schon, ne, dass die Leute da glauben, und das Problem, Verhältnis, Realität der Medien, kann man lösen, indem man sagt, geheime Drahtzieher im Hintergrund. Aber er sagt dann noch, wie es die Soziologen selbst glauben. Er sagt, die Soziologen machen das, also die akademischen Wissenschaftler, nicht das böse, dumme Volk, sozusagen. Ne? Und er nennt das Ganze eben dann, in Wirklichkeit ist dieses Problem ein Effekt der funktionalen Differenzierung der modernen Gesellschaft, das Eigenverhalten der Medien. Und das ist genau das, was wir heute erleben. Die Verschwörungsnarrative sind zum Teil Eigenverhalten der Medien als funktionale Differenz der Moderne. Das ist die große Gefahr. Und das ist gerade, was ich eben durch meine und gemeinsam mit Duge entworfene Theorie der Exteriorisation kann ich dem entgehen, dieser Gefahr sozusagen. Ja. Ja. Mhm. Weil wenn ich bleibe in diesem Narrativ, komme ich genau auf die Verschwörungstheorien. Ne? Lassen Sie uns mal ein bisschen auf die Formen kommen. Ja. Ja, also das sind ja alles Gefäße, von denen wir hier sprechen. Ja. Ja, also wenn Sie Tarantino sagen, ja, dann kann ich ja Tarantino auch kürzer machen. Dann können viel mehr so etwas machen. Ja? Also Sie müssen erstmal robustere Budgets haben, damit nicht nur ein Tarantino da ist, ja, sondern eine ganze Fülle davon da ist. Ja. Ja? Wenn Sie es etwas plebejisch erzählt haben, sagen wir mal, wie Georg Büchner liest in der Leipziger Zeitung unter vermischten Nachrichten, ein Unteroffizier hat seine geliebte Marie getötet, ja, und daraus macht er jetzt den Wozzeck. Und das, die Geschichte wandert. Ja. Karl Kraus liest sie daraus vor. Unser Alban Berg macht daraus die Musteroper der Moderne. Ja? Jetzt haben Sie ein plebejisches Stoff. Ein gutes Beispiel. Ja, Sie haben einen plebejischen Stoff. Ja. Ja. Und Sie haben die äußerste Präzision sozusagen in der Musik, dass eine Fuge hat, eine Dreierfuge, die ganze Oper. Ja? So. Und das können Sie jetzt wieder rückübersetzen. Wir sind in der Lage, von einer einzelnen Szene, ja, das Lied des Heiratskupplers da,
herauszunehmen, ja, das jetzt in eine Minutenoper zu verwandeln, ja, und daraus jetzt einen Aspekt auf die Lulu zu werfen, auf die, ja, die nächste Oper Lulu zu werfen, können wir ja machen, ja, wo wir wieder Jack the Ripper finden, ja, der tötet den Sopran, aber es ist doch eine absolute plebejische Nachricht aus der Zeitung zunächst. Wenn Sie jetzt aber überlegen, dass das ein Friseur aus Warschau war, ein jüdischer Friseur, was später rausgekommen ist, so vor 4 Jahren, und der 1943 mit Sicherheit im KZ war. Und das Einzige, was er hat, um sein Leben zu retten, ist, sich interessant zu machen. Er meldet sich also bei einem Obersturmführer, der ihn sofort in die Abteilung Sixt, nicht seltsame Menschen, die haben extra im Reichssicherheitshauptamt eine Abteilung gehabt, die sich interessiert, gibt es irgendwie Abnormitäten im Menschen, die für den Endsieg günstig sind. Ja? Kann man das Verbrechen in den Dienst des Endsiegs stellen? Ja? Das ist eine typische Idee von Nationalsozialisten. Ja? Radikalisierung vereinzelter menschlicher Eigenschaften. Ja? Treibhausmäßig vorwärtstreibend. Ja? Jetzt haben Sie Ihre Goebbels-Idee, Ihre Verrücktheit kombiniert mit Alban Berg, ja? Mit einer plebejischen Geschichte und der Höchstform der Kunst, ja, und dem Raffinement, das in der ersten und zweiten Natur gilt, dass das Schicksal so viel Labyrinthe hat, ja, so viel Fundstellen hat, wie eine, eigentlich wie ein Brunnen gebaut ist, ja, eigentlich wie ein Kommentar gebaut ist. Die Realität selber ist so viel komplexer, ja, als unsere Subjekte es sein werden, ja, nicht, dass es interessant ist, da ebenfalls zu bohren. Und dazu brauchen wir Werkzeuge. Das eine ist die kurze Form. Ich schwärme von Minutenfilmen, ja, in den Medien, weil die Aufmerksamkeit bei eines durchschnittlichen Sehers bei Spiegel TV geht so, ist durch Seelengeiz bestimmt. Er sieht 1,30. Das ist schon als Happen für ihn zurechtgemacht in Kürze. Und ist deswegen trotzdem beunruhigt, weil so viel anderes geboten ist. Ja? Und er glaubt, etwas zu versäumen, während er etwas wahrnimmt. Das haben Sie übrigens in der Natur so nicht. Ja? Wenn Sie in Afrika als Vorfahr von uns, ja, irgendwie durch die Steppe wandern, ja? Da haben Sie nicht viel Auswahl. Ja? Löwe oder nicht. Aber Sie haben nicht die Bedrohung des Augenblicks in der Form, wie die Medien oder die neuen Öffentlichkeiten das mit uns machen. Und hier eine Gegenbewegung, einen seelischen Muskel zu strapazieren, ja, nicht? Und aber auch in der Formenwelt darauf einzugehen, dass sie also nicht vorschlagen, eine Wagner-Aufführung 3,5 Stunden. Ja? Das passt auf das, wenn eine Minute 30 schon zu viel ist. Ja? Dann, wie wollen Sie da das Interesse machen, außer durch Prestige, ja? Außer durch eine Ernennung, durch Adelung? Ja? Ich rede ein bisschen zu lang. Aber das Problem ist, wir brauchen die absolute Kürze. Ja? Wir brauchen die Verbindung solcher robusten Kürzen, solcher Elemente, ja, zu ganz langen 10 Stunden zusammenhängen, weil das sind Korallenriffe. In nährstoffarmen Meeren nährt sich das Leben auf Korallenriffen. Auf Korallenriffen können Sie Gegensätze, die von Natur aus nie zusammenkommen, die Not zusammenzwingt, ja, nicht, zusammenfügen, und die leben voneinander. Und die hätten Sie jetzt Kooperation. Gärtliche Kooperation in der Natur. Und die müssten wir jetzt mit unseren raffinierteren Methoden der zweiten Natur wiederholen. Ja? Was ist ein Korallenriff? Nicht im Sinne eines Mediums. Und das können wir. Museen können das jetzt schon. Was Sie gemacht haben mit dem Bauhaus, ist so etwas. Ja? Und es ist übrigens verführerisch für Zuarbeit. Ja? Sofort will man daneben etwas weiteres machen. Aber ich will jetzt mal nicht alleine reden, sondern der wichtige Punkt ist mir, dass wir die Formenwelt einmal uns aufzählen, die man gebrauchen kann, ja? Hier für diese neuen Dinge unter Wahrung alles dessen, was Brecht uns lehrt, was Benjamin uns lehrt, was Moholy-Nagy fordert. Ja? Ich könnte jetzt noch meine Abstammungsgeschichte kurz einbringen, weil die natürlich auch jetzt diesen riesen Bogen schlägt. Also Jemmy Button,
wird 1830 von Fitzroy, einem englischen Kapitän, für einen Perlmutt-Knopf verkauft und bekommt deshalb den Namen Jemmy Button. Kommt nach England, wird dort in der Gesellschaft herumgereicht, wird christianisiert, wird zu einem Gag gemacht und wieder zurückgebracht. Mit Darwin. Darwin stellt fest, die Yamana, zu deren Stamm oder wie immer, zu deren Gruppe dieser Jemmy Button gehörte, leben nackt in einer Gegend, von der man nicht glauben sollte, dass da nackte Menschen existieren können. Die haben eine Lederhaut entwickelt. Die haben also wirklich sich der Evolution der natürlichen, der ersten Natur angepasst. Und Jemmy Button, zurückgekommen, ist dann der Meinung, dass er die Kleidung, die er jetzt hat, die zweite Haut und so weiter, die Technik ablegt und heiratet und so weiter. Und als er feststellt, dass die Christen nun der Meinung sind, sie müssten diesen Leuten die Zivilisation beibringen, bringt er sie um. Geht in die Kirche, killt 8 dieser Missionare und lebt unbehelligt weiter. Das Interessante an denen, also an meinen Vorfahren, aber die Geschichte geht dann noch weiter. Also erstens als Teil der Evolution, der Mensch passt sich wirklich an. Er entwickelt eine Haut, die das ist ein besonderer Landstrich, wo also die Temperatur zwischen 5 und 15 Grad schwankt. Ja? Und da kann sich der Mensch anpassen. Okay, der hat aber überlebt, der gute Jemmy Button in Jim Knopf. Also bei Michael Ende. Und ich lebe die Geschichte jetzt weiter, aber mit meiner Geschichte. Und erzähle sie dann weiter. Vor die Klammer ziehen wir jetzt mal das Wort robust und Bodenhaftung. Okay. Das ist zum Beispiel jetzt mal ein Grundsatz, mit dem wir in der zweiten und in der ersten Natur schiffbar sind. Okay. Ja? Ich würde noch gerne zurückkommen auf das wunderbare Beispiel von Lulu. Das ist eine herrliche Geschichte über die Migration der Form, ne? Von den Nachrichten, zu einem Theaterstück, zu einer Oper. Was ich aber sehe, Alexander Kluge, das ist der Film, ja? Mit Godard und mit Quentin Tarantino in der Erzählung solcher Formen besser als wie die Oper. Ja? Ich sehe in der Oper keinen Regisseur, der sei es ein Godard, sei es ein Quentin Tarantino, der das eine akklimatisiert oder trivialisiert. Dadurch sage ich Folgendes, die Bayerische Staatsoper müsste Ihnen den Auftrag geben, ne? Lulu zu inszenieren. Dann wäre endlich die Oper in der Formbehandlung auf dem Niveau von Kino. Stimmt? Nehmen wir es mal praktisch. Wir haben die Oper. Und wir können sie, wenn wir sie stören und Backhaus hinsetzen, also wenn wir jetzt sehr radikal an den Stücken rumätzen, wird die Oper zugrunde gerichtet. Ja. Sie haben aber die Opernpause. Und die ist offen, das ist eine Lücke im Opernbetrieb. Ja? Und in der Opernpause können Sie Minutenopern machen und können den ganzen Wagner, also wir haben das im Parsifal neulich in der Bayerischen Staatsoper gemacht, mit Hilfe von Georg Baselitz, der das Bühnenbild dazu machte, haben wir in der Pause 8 Minuten Opern aufgeführt. Oh. Die erste ist Helge Schneider als Opernsänger im Stummfilm. Endlich mal singt einer nicht. Ja? Aber er hat alle Attribute der Oper. Das schafft Vertrauen. Endlich singt er mal nicht, das ist ja gut. Ja, der Opernsänger, der nicht singt, ist sympathisch. Ja? Und damit kriegt man die Erlaubnis, daneben zu zeigen, eine Rückkehr von Wagners sehr prätentiöser, plakativer Sprache und seiner Pseudo-Privattheorie. Wieder zurück zu Wolfram von Eschenbach und Chrétien de Troyes, die im 12. Jahrhundert hier ein Don Quixote im Grunde geschrieben haben. Das ist witzig. Eine Mutter macht Pläne. Meine Schwester, die ich unendlich liebe, hat 1968 ein Kind gekriegt und sagte, dieser Junge wird mal kein Bourgeois und kein Kapitalist. Ja? So sagt Herzeloide von ihrem Sohn. So ein Ritter, der nicht mal 9 Monate bei mir aushält, bis das Kind da ist, sondern schon wieder im Krieg ist und hier als Toter zurückgeliefert wird. Ja? So soll mein Sohn nicht werden. Nur geht Planwirtschaft auch bei Mutterwitz nicht auf. Also wird das der Oberste der Ritter. Aber das ist komisch darstellbar. Ja?
dass es als Ironie, als Witz, als freundliche Beobachtung darstellbar. Und er eröffnet dann die Perspektive zu meinem festen Glauben, dass in 800 Jahren dieser Mutterwitz siegreich sein kann und Menschen auch verändern kann. Und in allen jüdischen Traditionen ist die Mutter gewissermaßen die Benennung der Verwandtschaft. Ja? Es ist wirklich interessant. Rippe Adams, ja, glauben wir zu kommen, aber die Kunst kommt aus der Rippe Evas. Warum soll sie nicht daherkommen? Ja? Und Kunst aus der Rippe Evas, von ihm kuratiert, lieber Peter Weibel, ja? Ja. Da würde ich mitmarschieren. Ja? Und ich könnte mir vorstellen, dass der Benjamin das mindestens einen Vorschlag findet. Ja? Ja. Und diese Seite, also was der Vielfalt dient, ja? Was die Herstellung von Witz mitten im Wagnerton erlaubt, ja? Ohne albern zu sein. Ja? Also was der Zwerchfell zum Recht verhilft beim Pathos. Ja? Nicht? Das sind alles kleine Formveränderungen und die stehen uns gut an. Wir kennen sie im Grunde. Ja? Nicht? Und die Fülle davon zu erproben, eine Versuchsanstalt an jedem unserer Institutionen, ja, brauchen eine Versuchsanstalt für dieses innovative Element unter den Bedingungen der neuen Medien. Es gibt der Film, interessanterweise, hat keine einzige Entwicklungsabteilung. Bei Siemens wird 30% ja, des Vermögens der Firma in Entwicklung gelenkt. Und bei Bosch ebenfalls. Und beim Film, der glaubt, er kommt aus mit dem bisschen Drehbuch oder mit dem bisschen Improvisation. Ja? Und da ist etwa, das wäre jetzt das Zweite, dass ich sage, wie können wir die Nachhaltigkeit, also Robustheit das eine, und jetzt werden wir zu dem Schwierigeren kommen. Ja? Wie können wir Nachhaltigkeit der Bemühung, ja? Also Innovationen, aktiv erzeugen und an welchen Orten? Im Kino kann man das nicht mehr. Das ist Kommerz, das gilt blind und Blockbuster-System. Wenn der Kinobesitzer, und sei es ein Programmkino, nicht alle Filme nimmt von einem Verleiher, kriegt er gar keinen. Ja? Aber Sie haben etwas erwähnt, der Mutterwitz, da sehe ich eine wunderbare Zukunft für uns beide, weil ich nämlich in anderthalb Jahren mache ich eine große Ausstellung, wo ich Sie jetzt schon einlade, mitzuarbeiten, die Kunst der Komik. Man muss nachdenken, die logische Struktur, wie entsteht überhaupt das Lachen und der Witz? Weil die großen Theorien sind 100 Jahre alt, von Bergson bis zu Freud, aber wir haben heute durch die Medien, genau was Sie sagen, eine ganz neue Form der Kunst der Komik entwickelt. Ja? Und da freue ich mich schon, wie wir da zusammenarbeiten können. Ja? Ich habe übrigens jetzt, Herr Weibel, ich habe eine Rede gehalten in Salzburg über das Jahrhundert. Und da kommen Sie vor mit diesem wunderbaren Lied von Nietzsche, ja? Über die Krähen. Ja? Ja, genau. Die Krähen schreien. Ist der Text publiziert? Wie Sie singen, sind alle Komponenten, ja, dieses Zwerchfells, dieses Ohrs, dieses Verstandes, dieses Gefühls und so weiter, dieses Auges, da habe ich natürlich Krähen auch gezeigt, ja, ziemlich präsent. Ja. Wahnsinn, das ist toll. Die Kommentare. Und die Kommentarform löst die dramatische Form heutzutage ab. Richtig. Das ist noch Brecht-Erbel-Jan-Knopf. Ne? Ja, das ganz genau. Ja, ja, das sage ich. Ja, prima, genau. Wunderbare. Ja. Die Kommentarform löst das ab. Wunderbar, wunderbare Formulierung. Genau. Und wenn wir dann die Geschichten noch so erzählen, dass doch noch eine Geschichte, eine Narration zustande kommt, ist ja auch nicht schlecht. Ja. Das machen aber die Dinge selbst. Ja. Okay. Gut. Diese Rede, ist die publiziert, Alexander Kluge? Ja, ja, die drucken das auch alles, ja. Also, okay, wunderbar, dann kann ich so etwas finden. Die ist aufgenommen, ja. Okay, gut, dann werden wir darum kümmern. Ja. Vielen Dank. Sie sehen noch ganz jung aus übrigens. Ja? Okay, vielen Dank. Ja. Theresa? Ja. Ich habe jetzt noch eine Frage an Sie. Sie hatten uns ja versprochen, aus Ihrer Ausstellung im Museum Folkwang noch eine Darstellung zu zeigen. Ja. Nach diesem Gespräch auch sehr interessant wäre, wo wir uns lenken lassen können, also in unserem Sehen und in unserem Denken. Und dann können Sie vielleicht illustrieren, was Sie sich dazu genau gedacht haben, für Gedanken gemacht haben. Könnten wir diesen Film einblenden? Wäre Ihnen das recht? Finde ich sehr schön, das wäre mir sehr recht.
Also dadurch, dass es keinen wirklichen Ton gibt, können Sie eigentlich auch... Ich kann eigentlich dazu erzählen. Sehen Sie mal, das ist eine Anregung, die habe ich von Ihnen. Sie hatten den von Gropius, ja, aus dem Bauhaus den Vorschlag genannt, dass ein Kino an der Decke, am Boden und an allen vier Wänden gezeigt wird. Und das ist hier mal ein Beispiel. Oben sehen Sie an der Decke eine Projektion, ja. Und Sie sehen an allen vier Wänden, die eine Wand ist jetzt nicht, weil die Kamera nicht so viel Augen hat, ja. Die kann auch rückwärts nicht gucken. Da würden Sie auch noch was sehen. Und es geht übrigens hier um ein Bauhausthema, ja. Und das ist im Volkwang-Museum in einer Ausstellung, ja. Und das können Sie im Kino nicht wirklich anbieten, denn da sind Sie, aber warum eigentlich nicht, ja. Denn es ist so an sich interessant, darunter herzugehen, ja, und zu sehen, Sie haben Noten auf der einen Seite und flüssig machen ist die andere Seite. Die dritte Seite ist, im Bild nochmal Vielfalt zu haben. Oben haben Sie Kerzen. Ja? Das bildet durchaus ein Sinnenhaus. Ja? Nicht? Dann können Sie wie eine Schnecke in einer Muschel, ja, sich ergehen. Ja, und wir haben doch auch einen Himmel über uns, einen Boden um uns, einen Horizont in der Weite und einen Brunnen vor uns. Wollen wir mal den zweiten Film? Da geht es um etwas anderes, was mich sehr fesselt und was ich sowohl mit Ihnen, Herr Knopf, wie mit Ihnen, Herr Weibel, gerne weiterentwickeln würde. Das ist die Triptychon-Form in der Montage. 1921 hat Maudie Notch die gefordert. Er hat dann keine Experimente zugemacht, er wollte aber doch eine Versuchsanstalt für Bilder entwickeln. Gucken Sie mal, das, die Bibliothek von Alexandria brennt. Ich bin noch heute empört darüber. Ja. Und jetzt machen wir keine lineare Montage, die ich auch liebe, ja, und von Eisenstein ja gelernt habe oder von Godard. Ja. Aber wenn Sie jetzt das dritte Bild, das unsichtbare das Bild der Epiphanie, das in der Schnittstelle steht, wo zwei gegensätzliche Bilder aufeinanderstoßen bei der klassischen Montage. Das ist hier mit enthalten und die Reibung ist jetzt, wie bei der Musik, beim dreistimmigen Satz, ja, zwischen diesen Bildern. Und diese Bilder hier, sie haben auch den Klee beispielsweise links, links oben. Das ist ein, aus dem Lehrbuch, dem Grafiklehrbuch von Klee, das dem Bild wie ein Stempel einen Akzent gibt. Sie können Schrift, Mathematik, wie Sie hier sehen, ja, und Bilder miteinander verbinden. Und der Gegensatz und nicht die Konformität, ja, ist das Gesetz. Sie können also einen Tarantino-Film machen, der übrigens diese Form auch beherrscht, ja, und können anschließend so eine Montage machen, die ist nur 2 Minuten lang. Und dann können Sie wieder mit dem langen Film weitermachen. Ja? Aber es ist eine wunderbare Öffnung für den Raum des Kinos. Ne? Nicht nur buchstäblich, also ein Raum überflutet, sondern auch mental. Eine wunderbare Öffnung für den Kinoraum, ganz mental. Ja? Und so können Sie natürlich auch Minutenfilme in Form über Opern machen. Ja. Und diese Opern von einer Minute, die schrecken nicht besonders ab. Ja. Ja? Sie haben ja jetzt die Länge eines Schubert-Liedes oder eines Gute-Nacht-Liedes, das eine Mutter singt. Ja? Und die Verbindung der Künste, wie in einer Wunderkammer, das so wie am Hofe von Rudolf II. Von Habsburg, dem einzigen gebildeten Kaiser, da sitzt der Archimboldo. Ja? Das ist schon ein großer Griff, ja? Eines großen Grotesken. Ja? Und daneben haben Sie Tycho Brahe, den Astronomen, im selben Raum. Sie haben 7 Leute, die Ovid gerade übersetzen und einen Alchemisten und noch einen Sammler von magischen Fingernägeln von Märtyrern, die Glück bringen und Ärzte. Ja? Und alle diese, die ärztliche Kunst, die bildende Kunst, die Bildkunst, ja? Also die Musik, ja? Die ich noch vergessen habe. Und das ist die Schule des Homo Novus. Ja? Sie finden es in Florenz genauso mit Galilei, ja? Der jetzt für die Akademie als Physiker, der die Jupitermonde sehen kann,
ja, mit seiner kleinen holländischen Fernrohrscheibe. Und der macht jetzt zu Texten von Dante naturwissenschaftliche Darlegung, wo genau 70 Kilometer unter Jerusalem die 7 Etagen der Hölle sich befinden und ganz unten sitzt, eingeflogen aus dem Weltraum und hineingekracht genau an die Stelle ins Eis der Teufel. Also nicht eine Hölle mit Hitze und Hexen werden verbrannt, sondern ein Eiskönig. Und wenn Sie von da bis zur Schneekönigin kommen, ja, nicht? Schöne Märchen, ja, und so weiter, ja, dann sind Sie im Grunde, ja, in der Montageart, ja, für die wir im Grunde in unserer Generation zuständig sind, und das geben wir weiter an die Nächste. Ja. Ja? Alexander Kluge, ich finde das wunderbar, diese Montagetechniken. Kennen Sie auch die Filme von Pélechan, ja, von Atavan Pélechan, dieser armenische Regisseur, der auch versucht, noch neue Montagetechniken zu erfinden? Ja, ne? Ja. Ja. Man kann nicht genug, und man kann vor allem nicht genug zusammenarbeiten. Ja, genau. Ja. Ja, vielen Dank für das unglaublich interessante Gespräch. Ich würde Ihnen gerne noch ein paar Fragen aus dem Publikum, das heute sich sehr virulent in diese Sendung gedreht hat, stellen. Ist Ihnen das recht? Natürlich. Gut, ich lese jetzt hier vor aus dem Apparat. Ja. Leonard Palm schreibt, das Exoskelett ist eine metaphorische Lösung. Ist die Trennung zwischen virtuellem Raum, der durch die Medien entsteht, und sogenannte Realität auch ontologisch übertragbar? Ui. Interessant. Die Frage nochmal stellen. Ist die Trennung zwischen virtuellem Raum, der durch die Medien entsteht, und die sogenannte Realität auch ontologisch übertragbar? Ich glaube, ich würde sagen, das ist... Ich weiß, was er fragen möchte, nur die Frage ist, glaube ich, falsch formuliert, weil Ontologie heißt ja die Lehre von dem, was ist. Ja? Ja. Und klarerweise, ja, und dann kommt das Nächste, heißt, dann gibt es sozusagen die Lehre von dem, was wir wissen über das, was ist. Ja? Ja? Ja. Und insofern, der virtuelle Raum ist ja auch existent, sozusagen. Ne? Nur ist halt ein Raum. Der virtuelle Raum ist existent. Und die Realität außerhalb dieses Raums ist existent. Genau. Und insofern gehen wir permanent mit mehreren Wirklichkeiten, also mit Heterotopien um. Genau. Ja. Also in dem Sinne ist es Teil der Ontologie. Ja. Nur es gibt ja da verschiedene, gerade, sage ich es metaphorisch, der Sättigung. Ne? Ja, die Frage ist interessant. Aber ich war nur verwirrt, weil Ontologie umfasst das ja alles. Eben. Ja. Also innerhalb der Ontologie gibt es diese Wechselwirkungen, ja, nicht? Zwischen Virtualität, ja, und Realität. Diese gibt es ja gar nicht. Ja? Genau, ich kann sagen, der Sessel ist eine Wirklichkeit, das Bild des Sessels, ich kann mich auf das Bild nicht draufsetzen, aber das Bild des Sessels ist auch eine Wirklichkeit. Ja, ja. Also, und schauen Sie, wenn eine Wirklichkeit einen Menschen verletzt, wird er diese Wirklichkeit leugnen, verdrehen, wenden, poetisieren, er wird alles Mögliche machen, aber er ist kein Realitätsmensch. Er wird sie nicht einfach kopieren in seinem Innern. Ja? Wenn er sie ablehnt, kommt der Antagonismus des Gefühls zustande. Ja? Der Antirealismus des Gefühls. Der ist gehört zur Realität zu. Wenn ich das noch einen anderen Aspekt ansprechen darf, ich verstehe die Frage auch danach, welche Verbindlichkeit die verschiedenen Realitäten, die ja als solche bestehen, haben. Und das sind ja die Fragen, die heute eine große Rolle spielen, weil wir uns ja daran gewöhnt haben, eher Meinungen zu vertreten als verbindliches Wissen. Und dieses verbindliche Wissen, das ist ja heute die entscheidende Frage, auch gerade für unser Selbstverständnis und auch zum Beispiel für die Schulbildung, die ja sehr wichtig ist. Hochinteressant. Das wird jetzt konstellativ. In diese Richtung geht natürlich die Frage auch. Und insofern ist natürlich der virtuelle Raum als ein besonderer Raum zwar wirklich
und beschreibbar, aber gleichzeitig müssten seine Grenzen entschieden mitdefiniert werden, damit er unterschieden wird von der Realität, in der wir täglich umgehen. Das würde ich kurz was anfügen. Wenn ich da widersprechen darf, man könnte auch sagen, da die Irrtümer da im virtuellen Raum und im realen Raum, ja, das Wertvollste sind. Ja, also meine beste Erfahrung ist, wenn ich mir einen Arm verstauche. Ja, ja, das ist direkte Erfahrung. Ja, ja. Würde ich so sagen, das ist so interessant. Wir brauchen eine permanente Wechselwirkung. Ja, ein Springen. Ja, zwischen, wir sind amphibisch geworden. Ja, zwischen zwei Wirklichkeiten. Und in einer Wirklichkeit würden die Irrtümer alleine nichts nützen. Ja, aber die eine die Irrtümer der einen Seite sind nicht kongruent mit denen der anderen Seite. Und insofern ist ein permanenter Wechsel genussreich und erfahrungsreich, ja, zwischen virtuell und real. Okay, wenn es bewusst noch, bleibt. Ja. Ja, ja. Immer bewusst. Bitte noch, ja, bitte noch was anfügen. Und unbewusst geht auch. Was er jetzt sagt, man könnte sagen, die sozialen Medien, ne, sind ein großer virtueller Raum, weil dort sind alle Aussagen nicht überprüfbar. In der Realität kann ich sagen, wenn einer sagt, es regnet, kann ich die Hand ausstrecken und sagen, ja, es regnet. Die Behauptung im virtuellen Raum der sozialen Medien kann ich nicht empirisch überprüfen, so gut wie der sogenannte. Es kommt der Punkt. Da hat der Jan noch recht. Dort herrscht dann die sogenannte Meinung. Auf Griechisch heißt Meinung doxa. Das ist genau die Gefahr, die ich sehe, dass durch die sozialen Medien die Demokratie, die noch empirische Faktenaussagen trifft, ersetzt wird durch eine Toxokratie, durch eine Herrschaft der Meinung. Alle haben eine Meinung, jeder kann seine Meinung ins Netz stellen und dann haben wir 100.000 Millionen von Meinungen in Bernhard mit jeder sogenannten faktischen Wahrheit. Ja. Also wir haben wieder eine Gefahr, dass in die Toxokratie an die Stelle der Demokratie tritt. Ja. Sehr gut, können wir wieder vor die Klammer ziehen und feststellen, ja, also die Meinungen sind nicht halb so wichtig. Ja. Ja. Also ein guter Jurist schreibt ein Urteil, daran wird er gemessen. Ja. Ja. Und da sind 30 Seiten Tatbestand, ja, und 20 Zeilen Urteil. Ja. Das ist ein gutes Verhältnis. Wir haben ganz wenig Meinung, ja, und die meisten Meinungen sind von selbst da. Wenn etwas zu heiß ist oder zu kalt ist, ja, wie bei Ihren Vorfahren, ja, ja. Eine Haut dazwischen und so weiter. Also ich kann im Grunde mit wenig Meinungen auskommen, aber ich kann brauche unglaublich viel Beobachtung. Ja. Ja. Da kann man nur sagen, genau was du gesagt hast, Lunge, von Kafka kommt dieser wunderbare Satz, der Schmerz ist das einzige Reale. Ja. Das ist das Kriterium. Man haut sich hier an. Ne? Ja. Und dann merkt man, was ist die Realität. Ich habe keinen Schmerz, aber der ist real. Ja. Ja. Andere Frage? Vielen Dank. Also ich bin mir sicher, dass die Frage auch darauf abgezielt hat, ob es eben im Gegensatz weiterhin ist, dass der digitale Raum quasi nicht dieselbe Realität ist wie die analoge Realität. Und da sind Sie sich ja alle einig. Aber die Frage ist interessant. Also Sie merken doch, wie ja. Vom Knochen wir zu dritt eine ganze Weile nagen. Ja, hast du noch eine Frage? Dann haben wir noch eine Frage von Leo Sprüth, der sich zum Thema Individualität von Maschinen interessiert, ob sich diese selbst evolutionieren können. Ja. Ganz gewiss. Und Sie können auch merken, Sie haben auch negative Evolutionen. Sehen Sie mal, die ersten elektronischen digitalen Kameras, ja, von Sony waren brillante Gebilde, die unglaublich viel konnten. Dann kam der Markt, dann kamen die Rationalisierer und das wurde immer weniger und immer spezialisierter. Ja? Übrigens auch komplizierter zu bedienen. Und insofern gibt es eine negative Tendenz hier. Ja. Ja? Aber in Wirklichkeit gibt es wirklich tatsächlich in der Technologie wunderbare Evolutionen. Ja? Und wir dürfen uns ja nicht täuschen, dass das Auto so wenig evolutioniert. Ja? Nicht? Also so träge ist da drin. Ja? Es gibt ich kann das nur bestätigen, was Kluge sagt. Von Samuel Butler gibt es schon ein Buch, Darwin Among the Machines. Ja. Also gleich nach Darwin hat Samuel Butler entdeckt, man kann die Evolution übertragen auf der Maschine. Darum heißt das Buch tatsächlich Darwin Among the Machines. Ja? Und deswegen meine ich ja doch auch, also wir sind organische Maschinen, ja, ja. Und die Maschinen sind im Grunde verkappte, verzauberte Menschen. Ja. Also ich bin da überhaupt nicht der Meinung, ganz im Gegenteil, ja, weil die Evolution eben gerade sich dadurch auszeichnet, dass sie organisch gewachsen ist.
Und dass der Mensch an einer sehr langen und am Ende einer sehr langen Kette dieser Evolution ist und dass das, was er geschaffen hat, eben nicht organisch gewachsen ist, sondern gebaut ist und eben immer diesen Doppelcharakter hat. Auf der einen Seite, es steckt die Natur drin, das ist der Erfolg der Naturwissenschaft, das ist auch das Prinzip von Francis Bacon, auf dem die moderne Naturwissenschaft basiert. Also ich kann die Natur nur beherrschen, wenn ich ihr gehorche, etwas, was wir vergessen haben heute. Und dass auf diese Art und Weise aber trotzdem etwas Künstliches entsteht, das nicht mit Evolution zu verwechseln ist. Da bin ich also ganz entschieden anderer Meinung. Deswegen habe ich auch das Beispiel von Jamie Button gebracht. Dieses Volk ist ausgerottet worden, weil sie dem Kleidung angezogen haben. In dem Moment wurde die Haut, die sie entwickelt hatten in der Evolution, an der Natur, im Organismus, die wurde jetzt von außen beschädigt, weil sie plötzlich bedeckt wurde und damit ihre Funktion verlor und der Körper ist kaputt gegangen. Die Yamana sind 1992 endgültig ausgerottet worden und das ist ein Ergebnis unserer sogenannten Zivilisation und vor allen Dingen unseres Glaubens. Ein Farmer sagte neulich zu mir, ja, im 18. Jahrhundert wurde in Europa wurden zu viele Gespenster ausgerottet. Wie die Füchse, wie die Wölfe wurden die Gespenster von der Aufklärung umgebracht. Und damit ist ein Stück Magie aus der Welt entfernt worden, obwohl wir nach wie vor animistische Kinder sind. Die werden dann später magisch begabt und werden dann alles Könner und dann gehen sie wieder zurück, ja, werden sie resettet. Das heißt, die Tatsache, dass wir sagen, die Maschinen, also wie hatten Sie eben gesagt, also man muss die mit dem Gehorchen und dem Beherrschen. Ja, das ist der Grund. Man kann die Natur beherrschen, wenn man ihr gehorcht. Ja. Genau. Ja, ja. Und da könnten Sie aber auch auf die Idee kommen, dass es Bereiche gibt der wirklichen Verhältnisse, die ich gar nicht beherrschen soll. Die selbst, die autonom sind. Ja, ja, zum Beispiel der Weltraum, der für uns völlig... Uns zum Beispiel, aber auch ein Lebewesen, ein Tier, das ich aufziehe. Wenn ich sozusagen ein Rennpferd wirklich ausbilde, ja, kann ich es nur mit seinem Willen tun. Ja? Das ist viel eigensinniger, als ich je werden kann. Und insofern gibt es tatsächlich überall diese Fähigkeit, autonome Bereiche hinzunehmen, zu dulden, die nicht gehorchen und dennoch uns zuarbeiten. Also, ja, das, damit war ich... Ich spreche ihn ja nicht, verstehe nein, ich? Nein, nein, nein. Was Sie sagen, stimmt, aber das, was ich ahne oder sage, stimmt auch. Ja? Das Entscheidende ist ja, dass die ganzen Technologien ja auf dem Prinzip der modernen Naturwissenschaften, also aus dem Baconschen Prinzip, beruhen. Und Probierverhalten. Entschuldigung, da ist enorm viel Versuch und Irrtum. Probierverhalten. Ja, das hat ja damit nichts zu tun. Entscheidend ist ja nur, dass die Dinge, die wir, indem wir uns den natürlichen Gesetzen unterwerfen, dass die Dinge, die wir dann aus dieser Unterwerfung künstlich herstellen, dass die nur funktionieren, wenn sie eben mit der Natur korrespondieren. Aber sie ersetzen die Natur nicht, sondern sie bleiben künstlich, sie sind nicht organisch. Eine Prothese an meinem Körper funktioniert nur, wenn der Organismus funktioniert, wenn ich ein neues Herz bekomme. Funktioniert das nur, wenn mein Körper weiterhin arbeitet. Das heißt, diese Prothesentheorie geht ja davon aus, dass der Organismus funktionsfähig ist. Ja. Und diesen Organismus kann ich nicht ersetzen. Das ist eben genau der entscheidende Punkt. Und das ist ja auch das Merkwürdige, dass eben diese magischen Momente, die Sie ansprechen, die sind natürlich weiterhin vorhanden. Die sollen auch vorhanden bleiben. Aber bitte als Fiktion. Und nicht mit dem Anspruch, irgendwelche Wirklichkeitserklärungen zu geben. Oder anders gesagt, da fahren Leute, die an Magie glauben, mit einem Auto. Dann können sie nicht Auto fahren, weil sie nämlich
das Auto benutzen, das in dieser Hinsicht eben aus irgendwelchen Gründen ja nicht in dieses Weltbild passt. Herr Knopf, lassen Sie uns das freundschaftlich im Raum stehen lassen. Lassen wir. Okay, ich möchte mal das Virus nochmal, Corona, war ja heute schon mehrfach genannt. Ja. Dieses Virus, sagt Karin Mölling, eine ganz großartige Virologin aus Zürich. Der Schweiz. Ja? Der Schweiz, genau. Die sagt, das hat 4 Eigenschaften. Es kann kleben, es kann nähen, es kann sich es kann mutieren, ja, und sich vermehren. Dass es sich mutieren kann, bedeutet, dass es eine Evolution im Zeitraffer beherrscht. Ja? Es wirft Moleküle weg, ja, und nimmt welche auf. Ganz grotesk. Und damit ist es sozusagen so wandlungsfähig, dass es ganz schwer zu bekämpfen ist. Ja? Und so ein Außerirdischer, ja, nicht unsere Evolution, ja, tritt zu uns und lernt in Windeseile mit unseren Lungengefäßen umzugehen. 5 Millionen Jahren hat es das nicht gekannt und lernt jetzt eine Truppe zu entwickeln, eine Avantgarde, ja, die uns so schädigen kann und lernt wahrscheinlich auch uns zu schonen irgendwann. Sehen Sie mal, ich habe das jetzt nur genannt, weil das unsere Vorfahren sind. Ich habe ja auch Vorfahren. Das wären zum Beispiel so eine Viren. Ja? Ja, auch natürlich. Gemeinsam übrigens. Ja? Auch gemeinsam mit den Südamerikanern. Ja? Und jetzt interessiert mich meinetwegen eine Eigenschaft wie Nähen. Und der Parzinger sagt, etwa 12.000 Jahre wurde das Nähen erfunden, wieder vergessen, erfunden und wieder vergessen. Und irgendwann konnten die Menschen jetzt über ihre Haut, ja, die vorher sozusagen so war, wie sie es von ihren Vorfahren beschreiben, so Stücke, genähte Stücke, ja, zusammenbauen, Kleidung. Und die mussten sie nähen. Und auf diese Fähigkeit, die so schwer erworben war, ja, die nach innen wanderte, ja, da setzt sich die Grammatik drauf. Die Grammatik ist nichts weiter als Nähen. Ja, nicht? Und jetzt, so geht es weiter. Und so geht jetzt ein Innenausbau im Subjekt weiter von etwas, was außen mal erfunden wurde, ja, und Praxis war. Und das überlebt das Nähen. Sollte es mal nicht nötig sein oder nach Bangladesch abwandern oder Indien, ja, dann werden wir immer noch innerlich näher sein, ja, nicht? Die Nähe schlich verträumt umher, kam nie zu den Dingen selber. Ihr Antlitz wurde gelb und gelber und ihren Leib ergriff die Zehr. Da trat ich nachts, derweil sie schlief, jemand an ihr Bette hin und sprach, ich bin der kategorische Komparativ. Ich werde dich zum Näher steigern. Ja, wenn du willst, zur Näherin. Die Nähe, ohne sich zu weigern, sie nahm auch dies als Schicksal hin. Und sie meinten, an dem einfachen Ding nähen. Ja, ja. Oder der einfachen Funktion Molekül verlieren und schnell mutieren. Ja? Irrtümer begehen praktisch, ja? Im Gencode. Ja? Das schafft bei dem Coronavirus und seiner Umgebung eine Intelligenz, die nicht durch den Kopf geht. Die Umwelt antwortet ja auf diese Mutationen. Alle Mutationen, die nichts taugen, lehnt die Umwelt ab. Hier liegt der Kopf zwischen dem Lebewesen, ja, was immer ein Virus ist, ja, und der Umgebung. Und bei uns ist das nur im Kopf vereinigt. Und in der Hinsicht gibt es zwischen uns Menschen konstellative Beziehungen. Und die nennt man Magie. Die sind, ich kann es Ihnen materialistisch beschreiben, ja, das Beziehungssystem zwischen Menschen. Ja, dass außerdem, dass sie Egos sind, ja, die ganze Zeit tätig ist und ehrlich gesagt das Ich vermittelt, ja, das ist in der Lage, diese Magien zu entwickeln, die dann plötzlich auch Maschinen mit einwandern. Im Erfindungsreichtum, das ist ja keine individuelle Tätigkeit, das haben Sie vorhin auch gesagt, ja, nicht? Sondern es ist eigentlich verdeckt kollektiv, ja. Und manifestiert sich und realisiert sich natürlich in Individuen. Ja? Ich leugne das Ich ja nicht. Ja? Aber es gibt zwischen uns nochmal ein zweites Ich.
ja, oder zweite Komponente, die ebenfalls intelligente Eigenschaften haben kann. Ja. In der Schulklasse, es gibt Strategie, die Dramaturgie der Schulstunde, und das ist Bildung. Und es gibt die Dramaturgie der Schulpause, ja, mit dem lauten Geschwätz und den schnellen Interaktionen. Und die ist auch genauso wichtig. So, haben Sie noch Zeit für eine allerletzte Frage? Ja, gerne. Also mit dieser Frage würde ich persönlich anschließen an die Frage, die wir bereits gehört haben. Nämlich, ich gehe davon aus, dass es eine große Differenz gibt in der Art und Weise, wie wir mit den eigentlich hauptsächlich datenbasierten digitalen Medien umgehen, eine unglaublich große Differenz gibt zwischen wirtschaftlicher Effizienz und soziokultureller Weiterentwicklung. Also es gibt zum Beispiel diese Thesen, und das ist ja keine These, sondern das ist in vielerlei Hinsicht auch die Wahrheit, dass es zum Beispiel Rassismen sich jetzt durch die Art und Weise, dass Maschinen gefüttert werden mit rassistischen Daten, halt jetzt wieder transportieren und wir dadurch eigentlich bereits Erlerntes vielleicht sogar wieder verlernen. Also wir sind zwar wirtschaftlich hocheffizient durch den Gebrauch von Maschinen, allerdings auf so einer soziokulturellen Ebene verlernen wir wieder. Und ich wollte Sie vielleicht so zu guter Letzt noch fragen, gibt es die Möglichkeit, dass Maschinen durch die große Fütterung von Daten das Menschsein in all seinen Mannigfaltigkeiten, also in seinem Gefühlsleben, in seinem, was wir schon alles erlernt haben, wie wir zusammenleben, wie wir Kollektive bilden, wie wir merken, es ist eigentlich besser, sich durch Worte zu versöhnen, als Kriege zu führen. Gibt es die Möglichkeit, dass Maschinen das auch erlernen und eigentlich diese, wie wir vorhin gesagt haben, Evolutionierung, Selbstevolutionierung der Maschinen auch einen ethischen Kodex haben kann, der jetzt ja noch zu fehlen scheint? Also einen ethischen Kodex kann ich mir nicht vorstellen bei Maschinen. Aber ich kann mir vorstellen, dass ihre Interaktion untereinander, also dass einfach die Fülle der Differenzierung zwischen Maschinen, ja, hier menschenähnliche oder also versöhnende, ja, oder lernende Eigenschaften haben die Maschinen ohnehin. Ja, aber sie könnten auch zu sehr vielen, ja, und mit, unter Einwirkung des Zufalls, ja, so lernen und mutieren, ja, wie eben das Coronavirus. Denn das ist eine Maschine, ja, nicht? Und das bedeutet jetzt nicht, dass sie uns bedrohen müssen oder irgend sowas. Und es ist auch nicht dieselbe Intelligenzform. Also es wird ja ganz anders hergestellt unter ihnen. Aber Gesellschaften können Maschinen bilden, ja. Und wenn Sie das Ich würde auf diese Frage so antworten, so wie wir eine Forschungsrichtung haben, die nennt sich Künstliche Intelligenz, Artificial Intelligence, gibt es schon seit einiger Zeit eine Forschungsrichtung, die heißt Artificial Empathy, also künstliches Mitfühlen. Ne? Das heißt, man lernt gerade jetzt, versucht beizubringen, Modelle zu entwickeln, dass Computer reagieren, wie Menschen reagieren, also mit Gefühlen. Das heißt, die Tendenz ist bei Computern, immer mehr Medien zu entwickeln, die lebensähnliches Verhalten aufweisen. Klarerweise haben Lebewesen nicht Intelligenz, sondern auch Gefühle. Und jetzt versucht man in der nächsten Stufe der Evolution von Maschinen, auch die Maschinen zu entwickeln, Computer zu entwickeln, die das imitieren können, emotionales, affektives Verhalten. Man spricht sogar schon von affektiven Rechenmaschinen, Effective Computing. Ne? Also die Tendenz ist schon da. Ja? Also man kann davon ausgehen, dass wir dann Medien und Maschinen entwickeln werden, Computer, die auch Gefühle zeigen können und auch Gefühle verstehen können. Ne? Die Ethik hat, gerecht ist ein ganz anderes Kapitel. Ne? Die Ethik können sie nicht entwickeln. Ne? Aber sie können Gefühle entwickeln und können Gefühle simulieren. Und das heißt, das ist heute schon so. Ne? Man kann durch die Stimmlage, kann der Computer sagen, kann sagen, hast du Sorgen, hast du Ängste? Ne? Das heißt, man kann den Computern heute schon beibringen, durch die Stimmlage, was der Mensch fühlt. Ne? Und dann kann er darauf reagieren und kann sagen, gibt eine entsprechende Antwort drauf. Ne? Es gibt ja dann einen Katalog von Fragen, einen Katalog von Antworten. Mein Beispiel, das mir sehr imponiert hat. Ja. Da gibt es sozusagen, es gibt ja sozusagen bei den wo unsere Scheiße, ja, abfließt. Ja. Diese Röhren müssen immer wieder geputzt werden. Ja. Ja. Und dafür braucht man ganz kleine Roboter. Ja. Und die werden gesellig. Ja. Und sie lieben es, taktil aneinander zu rumpeln. Ja. So wie Autoscooter.
Ja? Und auf diese Weise werden die zum Fleiß, zur Gegenseitigkeit und so weiter wie Gesellen, also gesellig angeleitet, und sie suchen diese Geselligkeit und dabei reinigen sie im Nebenamt diese kleinen Röhren bis zu großen Abwasserkanälen. Wunderbar treue Genossen. Ja? Das ist eine Verlässlichkeit, und sie ist kommunikativ, gesellig, hergestellt durch Lust. Ja? Also ein Problem haben wir noch in der Computerforschung, Theresa. Computer machen Fehler. Computer geben falsche Antworten, Computer machen unsinnige Antworten. Ja. Aber Computer können nicht lügen. Ne? Wir haben noch kein Programm, das ein Computer bewusste Unwahrheit sagt. Ne? Wenn sie das können, dann sind sie echte Menschen. Ich darf vielleicht auch noch darauf antworten, und ich sage ja, natürlich können die programmiert werden, dass sie sowas äußern wie Gefühle, aber das sind keine Gefühle, die irgendwas mit unseren wirklichen Gefühlen zu tun haben, sondern das sind Reproduktionen, das geht ja gar nicht anders. Die Algorithmen, ja, die kennen nur wahr und falsch, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Ja. Da wird nichts draus, was wirklichem Gefühl entspricht. Also denken wir bitte an Goethe, denken wir an die berühmte Ginkgo Biloba. Die Sache ist nicht auflösbar durch einen Computer, weil die Widersprüchlichkeit gerade auch der Vereinigung der Gefühle, der Empathie so stark ist, dass sie nicht durch Algorithmen darstellbar ist. Sie ist simulierbar und die können auch irgendwelchen Unsinn von sich geben. Aber das Schlimme ist ja, dass diese Art von Computern dann sehr gefährlich werden, weil sie dann nämlich etwas herstellen, was wir gerade nicht wollen, dass die Leute plötzlich das fühlen, was die besoffene Herde bei Hitler gefühlt hat oder bei Goebbels. Ja. Und genau das ist die Tendenz, die wir verhindern müssen. Und diesen Glauben mit den Maschinen, ich sehe da eine schlechte Entwicklung. Nur um das zu sagen, damit ich jetzt nicht als computerfeindlich oder digitalfeindlich erscheine, wir waren die Ersten, die überhaupt in der Literaturwissenschaft damit gearbeitet haben. Wir haben 1984 angefangen, die große Brecht-Ausgabe digital zu machen. Also ich arbeite damit. Also das ist nicht der Punkt, aber da sehe ich große Gefahren. Und von Ethik wollen wir da gar nicht reden. Also, Theresa winkt. Genau, ich möchte nur auf eins hinweisen. Und Herr Knopf, wir werden das noch weiterführen. Bitte. Aber die Monaden, die bei dem Erfinder der Digitalität, dem Leibniz, diese Riesenrolle spielen. Ja. Ja, die sind zwar blind, sind aber unglaublich kooperativ. Ja. Und so etwas könnten Maschinen der Theorie nach auch. Ja? Monaden können sie werden, Menschen nicht. Ja. Okay. Ja. Vielen Dank für die tollen Antworten. Also war jetzt auch gar nicht so eine einfache Frage, würde ich sagen. Vielen Dank. Ich hätte jetzt gerne noch eine allerletzte Frage gestellt und eine Antwort von jedem mit einem Wort. Gibt es ein Jenseits der Medien? Wir fangen wieder an mit Alexander Kluge. Es gibt nur ein Diesseits der Medien. Okay. Achso, noch einmal, haben Sie verstanden? Ein Diesseits. Okay. Ja. Jan? Es gibt ein Jenseits der Medien. Ein und Bibel, bitte. Ja. Ja. Das ist jetzt hat Spaß gemacht. Danke, ja. Können wir nächstes Mal wieder machen. Beide. Ja. Das ist eine schöne Form von Dialog. Ja. Ja. Hat Spaß gemacht. Besser als auf jedem Podium. Ja? Ja. Es ist wunderbar. Ich danke beiden sehr, Alexander Kluge und Jan Knopf. Hat wirklich Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Wir sollen das wieder machen. Okay. Also alles Gute. Danke auch an Theresa, die entscheidend das mit vorbereitet hat. Wird das eigentlich aufgenommen? Ist es aufgenommen? Ja, ist aufgenommen. Wird dann wieder, kann man dann nachlesen, nachhören, nachsehen auf der Website des ZCAM. Alles dokumentiert. Ja. Ich danke beiden, an Alexander, wirklich wunderbar. Danke. Vielen Dank. Okay, danke. Ciao. Wir hatten eigentlich ganz tolle Zuschauer und Zuschauerinnen. Also ich wünsche Ihnen allen einen schönen Abend. Auf Wiedersehen. Okay, ciao.
Thank you.